Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester, mit dabei wie immer Michaela. und Christian. Und wir haben heute den spielerischen Rückblick Nummer Elf. zu fassen. Das Spieljahr 2024 hat gestartet und auch wir kamen nicht umhin, eins oder zwei oder drei Spiele zu spielen, und daran möchten wir euch gerne teilhaben lassen. Genau, wir berichten jetzt einfach mal ein bisschen von unseren Eindrücken, die wir mit diesen Spielen hatten, ob wir Spaß hatten oder nicht. Ganz viel Spaß, ganz viel Spaß. Und deshalb startet auch Michaela sofort Okay, damit. dann fange ich mal an. Ich fange mal an mit Feiges Huhn. Das ist ein kleines Kartenspiel, was jetzt bei Amigo neu rausgekommen ist. Gibt es auch große Kartenspiele? Es gibt auch größere Kartenspiele. Seven Wonders oder so hätte ich jetzt gesagt, ist schon mal ein Achso, ich dachte einfach, du größeres. meinst eher die Größe der Karte, dachte ich. Die sind Nee, doch ich relativ dachte eigentlich genormt eher eigentlich an so. die Kartenspiele. Okay, bei Feiges Huhn haben wir Karten. Also es besteht nur aus Karten, dieses Spiel. Ich muss mal ganz kurz eben gucken, wie viele das waren. 48 Karten und zweimal jeweils die Werte von 1 bis 8 in den Farben Pink, Blau und Gelb. Diese Karten, ich übergebe das mal meinen Was soll ich Assistenten, damit? werden jetzt gemischt. Ah. Dann legst du jetzt bitte mal drei Karten davon unbesehen zur Seite. Die können wir mal hier hinlegen. Das ist unser Hühnerstall. Das sind die Karten, die am Spielende Minuspunkte bringen. Die restlichen Karten teilst du bitte gleichermaßen auf, dass jeder die gleiche Anzahl bekommt. Das sind jetzt ja bei 48 minus 3 noch 45 durch 2 Wird sind für schwierig. jeden 22. Können wir kaufen, wenn ich runde 23 für jeden? Das geht nicht auf. Die eine Karte kommt dann weg. Also wenn was übrig bleibt, die restliche Karte kommt dann quasi weg. Sehr schön machst du das. Können wir hier in die Schachtel legen. Genau, legen wir schon mal beiseite. So, jetzt bekommt nicht angucken, bitte Ich die guck sie nicht an, ich Karten. pack sie nur auf den Christian hat Haufen. das Spiel nämlich noch nicht gespielt. So, das ist jetzt quasi der eigene Hühnerstall. Und jetzt geht es letztendlich darum, man möchte seine Karten loswerden. Wenn man am Zug ist, hat man zwei Aktionsmöglichkeiten. Entweder man deckt eine Karte auf oder man nimmt sich eine Karte. Wenn man anfängt, jetzt haben wir noch keine offene Ablage hier, dann kommen wir jetzt erstmal nur mit dem Start, dass wir eine Karte aufdecken. Möchtest du anfangen, Nein, Michaela? nein, nein, nein. Okay, ich decke eine Karte auf. So, jetzt kannst du auch eine Karte aufdecken. Du weißt ja nicht, was für Karten kommen. Du weißt, was für Karten du im Stapel hast, nämlich Karten von 1 bis 8. Und zwar, wenn du jetzt entweder eine Karte mit einer gleich hohen oder einem niedrigeren Wert ausspielst, oder mit der gleichen Farbe, dann passiert nichts. Deckst du aber eine Karte auf, die einen höheren Wert hat und eine andere Farbe, dann letztendlich musst du den Ablagestapel nehmen aus der Mitte. Alternative? Alternative, du kannst die Karte nehmen, du könntest jetzt diese Karte nehmen und unter deinen Unten Hühnerstall drunter. schieben. Naja, Genau. das passt ja. Das ist ja hier andere Farbe und höher. Verdammt Nee, das. du hast, ja genau, andere Farbe und höher, genau, hast du schon. Und jetzt habe ich verloren. Jetzt nimmst du dir alle Karten des Ablagestapels und entscheidest dich. Entweder schiebst du diese Karten unter deinen Hühnerstall oder du legst diese Karten beiseite und kassierst dafür eventuell Minuspunkte. Wir haben ja hier am Anfang drei Karten hingelegt. Für jede Karte, die hier liegt, mit dem gleichen Wert, also wenn jetzt hier eine 7 legen würde, würdest du für jede 7 in deinem Minuspunktestapel einen Minuspunkt bekommen. Liegen hier sogar zwei 7er, würdest du für jede 7 in deinem Minuspunktestapel zwei Ah, ich Minuspunkte nehme die bekommen. drunter, ich werde die mal losen, Du wenn ich nimmst mal sie schon was drunter, bekomme. dann eröffnest du jetzt gleichzeitig den neuen Ah, Ablagestapel, das heißt, du nimm legst raus. das. So, und jetzt gibt es sogar noch die Möglichkeit, bevor jemand was gemacht hat, weil das heißt ja Feiges Huhn, das Spiel, kannst du jetzt sagen, ich wäre jetzt am Zug, bevor ich was gemacht habe, kannst du zu mir sagen, Feiges Huhn. Und dann passiert was? Dann passiert Folgendes. Entweder ich bin ein feiges Huhn. Wenn ich ein feiges Huhn bin, nehme ich mir diese Nur die Karte. eine. Nur die eine, weil in dem Moment, man nimmt sich dann ja nur die oberste Karte, wenn man die Karte nehmen darf. Dann nehme ich die und lege die unter meinen Hühnerstall. Dann bin ich ein feiges Huhn. Dann würde ich von dir die oberste Karte dazu auch noch ungesehen bekommen und unter meinen Stapel legen. Oder wenn du jetzt feiges Huhn sagst und ich beweise, ich bin kein feiges Huhn, weil ich mache die Aktion Karte aufdecken, lege die hin. Und ich habe jetzt Glück gehabt, da ist jetzt ja die gleiche Zahl. Also entweder ich lege die gleiche Zahl oder eine niedrigere Zahl ab oder die gleiche Farbe. Dann passiert ja nichts. Das heißt, ich habe bewiesen, ich bin kein feiges Huhn, habe das auch erfolgreich bewiesen. Dann würdest du von mir die oberste Karte Aber oder habe ich deinen ja nicht Stapel gesagt. bekommen. Also von Hast du ja daher. nicht gesagt, genau. So, sagst du jetzt feiges Huhn? So, stopp. Ich mach mal. Ich sag mal feiges Huhn, stopp. Jetzt musst du dich entscheiden. Entweder du legst eine Ich Karte lege ab eine drauf, oder natürlich. du nimmst die oberste Karte vom Nein. Ablagestapel und schiebst sie bei Nein, dir nein, nein, drunter. Du nein, nein, legst nein. eine ab. Nein, nicht mal ab. Siehst du? Die ist niedriger. Das heißt, du hast erfolgreich bewiesen, du bist kein feiges Huhn. Jetzt kriege ich die Karte. Genau. So, jetzt. Feiges Huhn. Feiges Huhn. Ich bin kein feiges Huhn. So, bitteschön, unter deinen Stapel, bitte. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, wir haben gesehen, wie das Spiel funktioniert. Jetzt, wir können ja mal so tun, nimm mal ein, zwei, drei Karten von deinem Stapel
Also wenn ich jetzt nochmal, ich mache jetzt einfach mal, ich spiele jetzt nochmal eine Karte aus. So, jetzt habe ich ja gelegt, die Zahl ist höher und sie hat eine andere Farbe. Das heißt, ich bekomme jetzt den Ablagestapel. Entweder ich schiebe den jetzt unter meinen Hühnerstall oder ich lege das als Minuskarten zur Seite und danach würde ich den neuen Ablagestapel beginnen. Wenn ein Spieler keine Karten mehr hat, das heißt, ein Spieler hat alle seine Karten abgespielt, dann endet das Spiel sofort. Man nimmt seine Karten, die man als Minuspunkte im Spielverlauf gesammelt hat und auch noch den Hühnerstall, guckt sich die Karten an und jetzt werden halt diese Anfangskarten hier umgedreht. Und jetzt sieht man halt, für welche Kartenwerte es Minuspunkte gibt. Dann tun wir jetzt mal so, ich hätte am Spielende noch diese Punkte, die habe ich als Minuspunkte im Spielverlauf bekommen. Das war noch mein Stapel, den ich noch auf der Hand hatte am Spielende. Christian hatte keine Karten mehr. Die Karten, die hier liegen, bleiben einfach liegen. Dann nehme ich sowohl den Stapel, den ich als Minuspunkte gesammelt habe, als auch meinen eigentlichen Hühnerstall, den ich nicht ausspielen konnte. Und jetzt gucke ich halt, welche Karten davon Minuspunkte bringen. Die anderen kann ich alle aussortieren. Jede 1 bringt übrigens auch noch einen Minuspunkt, so die 7er nix, die 5er nix, die 2er, die 5er, die kann ich weglegen. Aber jede 4 bringt jetzt 2 Minuspunkte, jede 6 bringt einen Minuspunkt und jede 1 bringt sowieso einen Minuspunkt. Genau, und das spielen wir insgesamt 3 Durchgänge durch und wer nach 3 Durchgängen dann die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt das Spiel. Na. Genau, und das ist Feiges Huhn. Christian hat es noch nicht gespielt, das war jetzt sein erster kurzer Spielerindruck, sage ich jetzt mal so. Ich habe es mit unseren Kindern gespielt und ich muss sagen, mir hat das Spiel nicht gefallen. Also es ist total glücksabhängig. Man fühlt sich total gespielt, weil letztendlich entweder ich riskiere es und decke eine Karte auf, dann kann ich Glück oder Pech haben, dass es passt. Wenn da natürlich hohe Kartenwerte auf dem Ablagestapel in der Mitte liegen, dann legt man natürlich eher auch mal eine Karte ab, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann ja auch höher, dass man niedriger ist oder gleich ist oder auch die gleiche Farbe dann vielleicht hat. Aber es ist eigentlich total, ich sag mal, banal und auch, wie gesagt, total frustrierend. Also mein Sohn hat ganz häufig das Pech gehabt in dem Spiel, dass er dann die falsche Karte, also einen höheren Wert und auch noch die falsche Farbe gelegt hat. Und dann hat er auch immer gesagt, ja, warum passiert mir das jetzt immer? Weil man kann das letztendlich überhaupt nicht steuern. Das ist total glückslastig. Und von daher, das ist ein Spiel, das hat mir einfach nicht gefallen. Also von daher, ja, für mich war das kein gutes Spiel. Gut, wo wir gerade bei Glück sind, dann fangen wir nochmal. Machen wir nochmal weiter. Wir haben hier einmal Snack Rabbits. Da geht es bisschen um Glück, weil Würfel dabei sind. Packen wir das auch mal aus und gehen mal in die Totale. Ne, ist gar nicht die Totale, ist die Finale. Ich packe hier aus und du kannst das schon mal dann erklären mit dem Spielmaterial und so weiter. Alles klar. Und zwar folgendermaßen. Es gibt einmal weiße Würfel, es gibt 4 farbige Würfel. Man kann es halt eben mit bis zu 4 Spielern spielen. Jeder Spieler kriegt einen von den Würfeln. Die weißen Würfel werden erstmal an die Seite gepackt. Und dann haben wir... Du nimmst den blauen. Genau, wie gehabt, genau. Und dann haben wir halt eben so Gatter, so Zäune, die sind mit einer Zahl versehen, hier mit einer 6 als höchsten Wert und hier mit einer 2 als kleinsten Wert. Und dann gibt es Karten. Und zwar haben diese Karten einmal eine Farbe, das symbolisiert im Prinzip die Gemüseart mehr oder weniger, dann oben eine Zahl und unten eine Zahl. Unten ist halt eben der Würfelwert und oben ist der, ja man könnte sagen, Siegpunktwert und Anzahlwert. So, und jetzt geht es darum, dass wir den ganzen Stapel durchmischen, davon müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten erstmal rausnehmen. Dann gibt es hier diese Bauergeschichte, so eine Bauerkarte. Benno der Bauer, wird da drunter gemischt und dann kommt der ganze andere gemischte Stapel oben drauf. Das heißt, irgendwann, wenn dieser Bauer auftaucht, wird das Spielende eingeleitet. Das kann eben in der 10. letzten Karte sein oder in der untersten Karte bis zu. Von daher einfach nur ein bisschen Varianz reinzukriegen. So, jetzt haben wir hier einen Kartenstapel und jetzt haben wir halt eben verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen doch da mal, da müssen wir ja gleich Karten anlegen. Alles klar. So, und zwar hier dann Würfel, weiß haben wir keine, alles klar. So, man kann jetzt hier eine Karte nehmen. Genau, das ist im Prinzip so erstmal die erste Aktion, ist Karte aufdecken. So, und jetzt haben wir da oben eine 11, das sind halt eben hier Radieschen und eine 3. Das heißt, diese Karte wird unter das Dreier, unter den Dreierzaun drunter gelegt. So, und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht nichts, dann darf man sich einen weißen Würfel nehmen aus dem allgemeinen Vorrat. Sind im allgemeinen Vorrat keine Würfel mehr von, das ist nicht unwichtig, dann darf man sich von einem beliebigen Mitspieler, der einen weißen Würfel oder mehrere weißen Würfel hat, einen nehmen. Also die sind nicht limitiert an der Stelle, wie gewisse Menschen manchmal denken, aber egal. So, das ist das eine, also ich mache nichts, ich nehme mir eine Karte. Oder aber ich sage, hey, ich will diese Karte haben. Dann nehme ich meinen Würfel.
Würfel und sobald ich diese... Warum nimmst du meinen Würfel? Gut, dann mache ich das. Wenn ich eine 3 oder einen höheren Wert würfel, dann kriege ich halt eben diese Karte. Relativ simpel. Wenn ich jetzt gepasst habe und ich habe mir einen weißen Würfel genommen, dann ist Michaela dran, die nimmt sich auch eine Karte. Das ist jetzt wieder eine 3. Lass uns doch einfach mal eine Runde spielen. Okay. Also du hast jetzt den... Ich habe mir jetzt einfach einen weißen genommen. Genau, also erstmal erste Aktion Karte ziehen und danach entweder Hopp oder Stopp. Und du hast jetzt gesagt Stopp. Ich wollte nur noch mal ganz kurz erklären, was halt eben die Phase ist. Und zwar am Schluss geht es darum, derjenige, der die meisten von einer Sorte hat, also hier gibt es halt eben 11. Wenn wir jetzt zu zweit spielen würden, wenn ich 6 von dieser Sorte hätte mindestens, dann habe ich ja mehr als die Hälfte, dann bekomme ich nachher den Wert dieser Sorte in Anführungszeichen als Siegpunkte. Und wer bei Spielende die meisten Siegpunkte hat, der hat gewonnen. Genau, also jetzt kann ich als Aktion entweder sagen, ich nehme erstmal nehme ich jetzt nicht entweder, sondern ich ziehe jetzt erstmal die oberste Karte vom Stapel, das ist immer das Erste, was man macht. Und dann lege ich diese Karte jetzt an den Zaun an, wo der hingehört. Und jetzt kann ich halt sagen, Hopp oder Stopp. Wenn ich Hopp mache, dann nehme ich meinen Würfel und muss vorher auch den Zaun ansagen, über den ich springen möchte, weil ich möchte dieses Gemüse von Bauer Benno stibitzen. Logischerweise gibt es jetzt ja nur diesen Zaun. Ich mache mal Hopp, ich versuche mal. Noch bei einer 3. Ja. Guck mal, Ui. Wenn ich mit dem Würfel, mit einem Würfel, auch wenn ich jetzt mehrere Würfel schon gehabt hätte, muss mindestens ein Würfel die Augenzahl zeigen, die der Zaun hat. Also mindestens eine 3 oder höher. Man darf die Würfelwerte nicht addieren. Also mindestens ein Würfel muss den Würfelwert des Zaunes zeigen oder einen höheren Wert. So, jetzt bekomme ich diese beiden Gemüsesorten und lege die bei mir ab und sammle die jetzt dann quasi. Dann ist Christian dran. Erst eine Karte aufdecken. Es sind nur Dreierkarten. Christian macht jetzt nicht Hopp, sondern Christian macht Stopp. Dadurch bekommt er einen weißen Würfel. Ich bin wieder dran, ziehe eine Karte, lege die dorthin. Ich mache nochmal wieder Hopp. Ich muss, wie gesagt, den Zaun ansagen, über den ich springe. Warum langweilig? Das ist total langweilig. Das ist doch super, das ist doch klasse. Ich will die Zahlen sammeln. Das ist 2. Und ich nehme mir noch einen weißen. Das hat er nämlich in einem Spiel schon mal gemacht, aber dazu kommen wir dann nochmal. Genau, und so würde man jetzt so lange spielen, bis Christian das schon erklärt. Irgendwann kommt dann Bauer Benno letztendlich. Und ab dann überspringt man halt die erste Aktion. Das heißt, man deckt keine Karten mehr auf. Das heißt, es kommen keine Gemüsekarten hin. Ab dann gibt es nur noch Hopp oder Stopp. Das heißt, entweder ich mache Stopp, nehme mir einen weißen Würfel. Oder ich mache Hopp, sage den Zaun an, zum Beispiel die 5. Versuche damit zu würfeln und das zu schaffen. Wichtig ist auch, wenn man es nicht geschafft hat, hat man einfach Pech gehabt. Dann kommen alle Würfel wieder in den Würfelpool. Hätte ich das jetzt geschafft? Und dann kommen aber alle weißen Würfel, die ich für diesen Versuch verwendet habe, die kommen letztendlich wieder dann in den allgemeinen Vorrat zurück. Ansonsten bleiben sie bei mir. Genau, und dann am Spielende noch die Endwertung vielleicht noch kurz erklären. Ja, wie gesagt, derjenige, der die meisten von einer Sorte hat, der kriegt die Punkte der entsprechenden Sorte gutgeschrieben. Wir können ja mal ganz und dann werden machen. Eben alle, die man, wo man die Mehrheit hat, zusammengerechnet. Das ist das eine. Und alle, die halt eben nicht die Mehrheit haben, die drehen die Karte dann quasi um. Und alle umgedrehten Karten bringen einen Siegpunkt. Und die Summe aus diesen beiden oder aus den Gesamtwerten bestimmt dann halt eben, wer gewonnen hat. Genau, jetzt Christian hätte vielleicht diese beiden Karten. Das heißt, ich hätte nachweislich bei der 10 die meisten. Das heißt, ich würde die zusammenschieben, würde also für die Zwiebeln 10 Punkte bekommen. Christian würde für jede Zwiebelkarte einen Punkt bekommen. Jetzt ist ja hier überall, hier würde ich momentan bei den 12, habe ich auch die meisten, schiebe die zusammen, kriege also 12 Punkte, Christian hat gar keine. Aber je nachdem, ich sag mal, wenn ich jetzt... Also man spielt ja fast den kompletten Stapel durch, von daher wäre das Ergebnis nicht ganz so knapp. Sagen wir jetzt mal so, das wäre so und ich hätte noch eine, oder du hättest da 3. So, Christian hätte jetzt am Spielende 3 Mohrrüben, dann schiebt er die zusammen, er hat die meisten Mohrrüben, kriegt dafür die 7 Punkte, also das, was auf der Karte angedruckt ist. Ich habe nur 2 Mohrrüben, drehe die um, kriege dann für jede Karte 1 Punkt. Genau, und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann das Spiel. So sieht das aus, genau. Und es ist schnell erklärt, es ist auch relativ zügig runtergespielt. Der Glücksfaktor ist definitiv da, kann man nicht anders sagen, weil es einfach Würfel sind. Aber man hat schon so ein bisschen die Hand drauf, einfach aufgrund der Masse, die man an Würfeln einsetzt. Das heißt also, wenn ich irgendwie sage, ich will den 6er Zaun überspringen, brauche also eine 6 und ich habe meinen Farbwürfel und habe zum Beispiel 4 weiße Würfel, die ich mit verwende, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, natürlich deutlich höher, als wenn ich jetzt nur einen Würfel habe. Ja, und das macht es schon interessant, auch so, dass man eben schauen muss, okay, wir sind zum Beispiel 3 Leute, das heißt, wie kann sich das verteilen, ab welcher Anzahl von einer Sorte habe ich halt eben die Mehrheit, um am Schluss die meisten Siegpunkte für die Sorte zu bekommen. Und wir haben bisher, ich glaube, ich habe nur mit euch, mit Michaela und unserem Kleinen gespielt, zu dritt. Und das hat echt immer, hat sich schnell runtergespielt, lädt auch dazu ein, das einfach normal zu spielen. Und von daher ist es ein schönes Familienspiel.
Also das finde ich auch, also wie Christian schon sagt, ich habe es zu zweit mit unserem Kleinen gespielt, ich habe es zu dritt mit den beiden Kindern gespielt, ich habe es auch mit Christian und dem Kleinen gespielt. Also von daher, das ist echt ein lustiges Spiel. Also unser Sohn ist ja 7, kann man wunderbar spielen, aber macht mir auch als Familienspiel mit unseren Kindern, Eben. macht mir es richtig viel Spaß. Wie gesagt, es ist glückslastig mit den Würfeln. Manchmal sitzt man dann da, wenn dann einer würfelt und über den Zaun springt und bleib kleben, bleib kleben. Ja. Schafft das nicht. Und Christian hat es geschafft. Ich würde mal sagen, es ist ja schon fast eher ein Kinderspiel. Also ich würde das schon eher mit Kindern dann zusammenspielen letztendlich. Und Christian hat es geschafft. Im ersten Spiel, wo wir das zusammen gespielt haben, da hatte ich halt diese Regel mit den weißen Würfeln, weil es gibt ja diesen Pool mit den weißen Würfeln. Wenn man Stopp macht, darf man sich ja einen Würfel nehmen. Und Christian ist da drauf gegangen, Und sie hat nicht die komplette Regel vorgelesen, mir nicht komplett vorgelesen. er hat nie Hopp gemacht. Also er ist jedes Mal darauf gegangen, Stopp, und hat sich einen weiteren weißen Würfel genommen. Und dann habe ich immer mal gefragt, so, was machst du denn da? Du weißt schon, dass es dir nichts bringt, wenn du keine Karten sammelst, weil es bringt keine Punkte. Nein, Christian wollte den weißen Würfelpool verknappen. Das ist ein Familien-Kinderspiel. So viel spielt man nicht. Und dann hat er, ich weiß nicht, wie viele weiße Würfel schon liegen. Und dann kam ich mit der Regel. Ja, du kannst sie zwar da liegen haben, aber wenn keine mehr da sind, dann Aber darf das ja hatte ich ja am einer. Anfang nicht erzählt, das war das Schlimme dabei. Ich hatte echt so, oh, the brain, ich mach's einfach. Keiner hat einen weißen Würfel und hinten raus hole ich mir dann einfach alles, was kommt, weil die alle das nicht Wie richtig kann man bei erwürfeln so können. einem Aber kleinen Spiel so fies das hat nichts spielen? mit fies, das Ganz ist ehrlich, strategisch ist doch, das das ist nicht ist fies, fies spielen. nein. Und dann noch mit dem Jüngsten, mit unserem Dann lernt Siebenjährigen, die das gleich, wie man es Würfel. richtig macht. Also ganz ehrlich. Das Leben ist hart, das ist einfach so. Das war lustig. Und das Gesicht hättet ihr sehen sollen, als ich ihm gesagt habe, du kannst zwar alle Würfel nehmen, aber wir können sie dir Ja, wieder das wegnehmen. erste Spiel habe ich verloren. Ach nee. Ja, das Leben ist kein Baumarkt. Das Das ist nichts ist geschenkt. richtig, genau. So, dann mache ich mal weiter mit einem weiteren Flip and Write, was wir gespielt haben, nämlich Silver and Gold, 1000, nee, 100 Kreuze und 1000 Schätze von Phil Walker Harding bei NSV erschienen. Das haben wir da gar nicht gesagt. Snake Rabbits ist auch bei Amigo erschienen. Das ist jetzt auch ein neues Kartenspiel Trevor von Amigo. Benjamin und Brett J. Gilbert. Genau. Ich glaube, bei Feiges Huhn hatten wir auch nicht die Autoren Ist vielleicht gesagt. besser, wenn nicht. Ken Gruhl und Quentin Weyer. Okay, dann gucken wir uns mal hier Silver und Gold an. Ich habe hier noch zwei Würfel Aha. zurückbehalten von Snake Rabbits. Du weißt ja, ich habe ein einnehmendes Wesen. So. Das kennst du ja schon, ne? So, okay. Dann wollen wir hier mal alles auspacken. Jeder Spieler bekommt, upsala, einen Stift. Und dann haben wir hier verschiedene Karten. Jeder Spieler bekommt auch eine Wertungskarte. Das ist die Rundenkarte, die wird bereitgelegt. Farbe ist jetzt, denke ich mal, egal. Die anderen Wertungskarten lege ich mal zurück. Dann gibt es hier letztendlich den großen Stapel hier noch liegen lassen. Es gibt hier einmal die sogenannten Expeditionskarten. Davon gibt es 8 Stück. Die werden zu Spielbeginn gemischt und dann wird der Stapel schon mal bereitgelegt. Dann gibt es hier die eigentlichen Schatzkarten. Auch die werden gemischt und dann bekommt jeder Spieler 4 Stück von diesen Schatzkarten, darf sich 2 aussuchen und die anderen 2 gibt man dann wieder ab. Ich mache das jetzt einfach mal so, es ist jetzt ja egal, wir wollen euch das ja nur einmal ganz kurz zeigen. Genau, die anderen Schatzkarten, die werden dann hier wieder mit eingemischt und die legt man schon mal vor sich aus. Das sind im Prinzip die eigenen Startkarten und dann werden hier schon mal 4 Schatzkarten offen hingelegt. Die anderen werden hier abgelegt. So, wir spielen über insgesamt 4 Runden. Jede Runde startet damit, dass wir haben ja hier 8 Expeditionskarten. Man deckt eine von diesen Expeditionskarten auf. Wichtig, wir spielen nur 7 dieser Expeditionskarten aus. Das heißt, die achte, sobald hier nur noch eine Expeditionskarte liegt, dann ist die aktuelle Runde vorbei letztendlich. So, jetzt sieht man hier eine Tetris-Form und die muss man jetzt auf seinen Schatzkarten hier einzeichnen. Und zwar, man sucht sich eine der Schatzkarten aus, zeichnet diese Form da ein. Man darf sie beliebig drehen und spiegeln und man darf sie auch an einer beliebigen Stelle einzeichnen. Ich mache das jetzt hier einfach mal so. Man muss sie natürlich auch durchgängig einzeichnen können. Kann oder möchte man die Form nicht einzeichnen, muss man ein beliebiges Kreuz machen auf einer Schatzkarte an einer beliebigen Stelle. Man muss aber jede Runde zumindest Kreuz machen, also man darf niemals kein Kreuz machen. Ich würde das jetzt einfach mal hier so hin machen. Ich mache mal 1, 2, 3, 4. Und jetzt seht ihr schon den Effekt. Jetzt habe ich hier ein Kreuz oder ein Feld angekreuzt, wo ein rotes Kreuz drauf ist. Das bedeutet jetzt, ich darf auf einer beliebigen Schatzkarte ein weiteres Kreuz machen. Ich mache das jetzt mal spaßeshalber hier hin. Das heißt, ich habe wieder ein rotes Kreuz angekreuzt und darf wieder ein Kreuz an einer beliebigen Stelle machen. Und das setze ich mal hier hin. Mache ich das da nur dann? Ich mache das mal hier hin.
So, und damit habe ich jetzt eine Münze angekreuzt. Immer wenn ich eine Münze ankreuze, nehme ich hier auf meinem Wertungsbogen. Ihr seht hier, ich habe hier drei Reihen mit Münzen, A4 Münzen. Ich muss in der oberen Reihe anfangen, von links nach rechts die Münzen abkreuzen. Habe ich die obere Reihe abgekreuzt, geht es in die zweite Reihe von links nach rechts und danach in die dritte Reihe von links nach rechts. Das heißt, ich kreuze jetzt hier entsprechend die Münze einmal ab. So, das macht man natürlich parallel. Das heißt, Christian macht das jetzt auch mit seiner Form. Und wenn das alle gemacht haben, kannst du zwei abkreuzen. Dann kommt die nächste Expeditionskarte und man hat die nächste Form, die man ankreuzt. Ich mache das jetzt mal hier. Damit habe ich wieder ein rotes Kreuz. Und ob ich jetzt einfach mal zu zeigen, wenn ich jetzt so eine Palme ankreuze, weil es wäre ziemlich doof, wenn ich das jetzt da mache, weil das ziemlich mittig wäre. Von daher gehe ich jetzt mal hier hin. Ich kreuze nochmal eine weitere Münze ab. Kann hier also abkreuzen. So, dann kommt die nächste Form, die man hier eintragen kann. Die könnte ich hier zum Beispiel eintragen. Hätte ich wieder eine Münze. So, wenn man jetzt eine Münzreihe voll macht, dann sagt man, ich habe eine Münzreihe voll. Dann geht das erstmal, ich sag mal, Reihe um. Erstmal wird das so weit, dass jeder seine Form eingekreuzt hat. Und dann wird letztendlich in Spielerreihenfolge wird dann geguckt, wer hat die Münzreihe zuerst voll gemacht und der kann sich hier letztendlich den Pokal nehmen als erstes. Das heißt, jetzt habe ich die erste Münzreihe zuerst voll gemacht, darf ich mir hier die 6 Punkte nehmen. Dann wird der Pokal hier abgekreuzt. Hier unten kann man übrigens auch noch die Form abkreuzen, die gespielt worden sind. Das heißt, wir hätten jetzt hier einmal das L hätten wir schon, das hätten wir schon und das. Da sieht man einmal auch, welche Formen letztendlich im Spiel sind. Es werden ja aber nicht alle immer gespielt werden. Genau, mit den Palmen ist es so, wenn ihr die Palme abkreuzt. Ihr habt hier unten insgesamt 4 Palmenfelder. Das heißt, in dem Moment, wo ihr eine Palme abkreuzt, bekommt ihr einmal einen Punkt für die abgekreuzte Palme. Und dann schaut ihr noch in der offenen Kartenauslage, wie viele Palmen sind dort offen ausliegend. Und dann bekomme ich einmal einen Punkt für diese Palme, die ich abgekreuzt habe, plus einen Punkt für jede Palme, die in dem Moment in der offenen Auslage zu sehen ist. Das heißt, es wären in dem Moment dann letztendlich dann 2 Punkte. Genau, und so würde man jetzt einmal den Kartenstapel hier durchspielen. Was passiert, wenn man eine Karte voll hat? Auch dann sagt man das letztendlich dann in der Runde dann an. Und dann würde auch in Spielerreihenfolge, wenn mehrere, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt diese Karte hier voll gekriegt, lege die jetzt hier beiseite, würde dann jetzt in dieser, wenn wir die Karte durchgespielt haben und alle angekreuzt haben, würde ich sagen, ich habe das fertig. Dann gucken wir auch, ob alle anderen das haben. Und in Spielerreihenfolge darf man sich dann hier eine neue Karte aus der Mitte nehmen. Das heißt, ich würde mir jetzt zum Beispiel die hier nehmen und wenn ich meine Aktion durchgeführt habe, wird hier, upsala, entsprechend dann auch nachgefüllt. Genau, und so würden wir insgesamt 4 Runden durchspielen. Das heißt, wenn hier einmal der Stapel durch ist und wir hatten hier nur noch eine Karte, wäre die erste Runde vorbei. Dann nimmt man wieder alle 8 Expeditionskarten, mischt die wieder und dann geht es letztendlich weiter. Und so spielt man immer pro Runde 7 von diesen Expeditionskarten dann durch. Genau, und am Spielende wird dann einmal gewertet. Man guckt hier, was hat man hier an Punkten bekommen. Erstmal ist jede Münze grundsätzlich ein Punkt wert. Dann die Summe der Pokale bringt was. Was habe ich hier für die Palmen an Punkten sammeln können? Dann jede vollendete Schatzkarte bringt die Punktzahl, die hier oben drauf steht. Nicht vollendete Schatzkarten bringen gar nichts. Wenn ihr dann eventuell noch Schatzkarten habt, wo ihr hier so ein Siegel drauf habt, hier würde ich jetzt, ihr seht, das Siegel ist hier orange hinterlegt. Hier würde ich jetzt für jede vollständige Schatzkarte am Spielende, die ich in orange habe, nochmal 2 Punkte bekommen. Aber natürlich auch nur, wenn diese Schatzkarte hier vollständig dann letztendlich Aktiviert ist dann, quasi. genau, wenn die vollständig dann ausgefüllt ist. Genau, und das war es dann letztendlich auch. Und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt dann das Spiel. Genau, das ist Silver and Gold. Ein ganz einfaches. Müssen wir mal wieder. Aber wir haben jetzt keine Taschentücher hier. Müssen wir die Karten nachher mal sauber Ja, machen. Das ist von nämlich nicht unser Spiel. Von daher ein schönes, einfaches, ich sag mal so Flip-and-Write-Spiel, wo wir diese Tetris-Form einzeichnen müssen. Und hat mir gut gefallen, kann man gut mal wieder, kann man gut mal spielen letztendlich. Ist ein schönes Spiel, was man so, ich sag mal so zwischendurch, kann man auch schön mit in den Urlaub nehmen, finde ich, oder mal so als Absacker oder wie gesagt als Opener für einen Abend. Ist ein nettes Spiel, was ich immer wieder mal mitspielen würde. Jo. Ist halt so nichts Besonderes. Also, man spielt es runter, die Regeln sind relativ zügig erklärt. Viel Taktik ist auch nicht, weil man ist natürlich komplett davon abhängig, was kommen an Karten hoch, wie sind die Formen, kriege ich die reingepuzzelt, ja, nein. Und da ist natürlich auch schon ein relativ hoher Glücksfaktor
Zustand da, weil ich habe am Anfang diese vier Karten, davon suche ich mir meine zwei Startkarten aus. Und wenn ich mich da verpuzzle, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich blöd, wenn dann erstmal die Karten aufgedeckt werden mit Formen, die ich halt eben nicht platzieren kann. Aber ansonsten ist es nice to have, ist es okay. Aber das Glück hat ja zum Glück jeder. Ja. Das Glück hat zum Glück zum jeder. Glück hat das jeder, ja. 120 Millionen, letzten Freitag. Egal. Wie war da nochmal die Wahrscheinlichkeit? Also, wenn man das mal umlegen möchte, also die Wahrscheinlichkeit, 1 zu 140 Millionen, hat uns auch ein Bekannter erklärt. Das ist folgendermaßen laut einem Berliner Professor, wenn man sich in ein Auto setzt, als Beifahrer, die Augen zubindet und eine Strecke von Berlin bis nach Madrid durchfährt und irgendwann auf dieser Strecke mit einem 10-Cent-Stück das aus dem Fenster rauswirft und dann einen Stock trifft mit diesem 10-Cent-Stück, dann hat man 1 zu 140 Millionen. Das ist doch schon mal was. Klar. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich müsste nochmal nachschauen. Ich starte jetzt mal mit dem nächsten Spiel. Wir haben dann nämlich auch noch Silver and Gold Pyramids gespielt. Derzeit konnte ich schon ein bisschen was auspacken hier. So, bin ich hier nur ein Lückenfüller mit meinem? Nein, ich habe es nur genutzt jetzt die Zeit sozusagen. Auch hier bekommt jeder Spieler wieder einen Stift. Die Karten kannst du schon mal einmal mischen, bitte. Einmal. Einmal, genau, richtig. Auch hier gibt es dann wieder diese Wertungskarten. Auch hier gibt es wieder 8 Wertungskarten. Auch hier spielen wir in jeder Runde von den Wertungskarten wieder nur 7 durch. Jeder bekommt hier noch wieder eine Wertungskarte für sich. So, die Karten, da kriegt auch jeder wieder 4 von. Das sind jetzt Pyramidenkarten, weil das heißt jetzt ja Silver and Gold Pyramids. Und von diesen Pyramidenkarten sucht man sich jetzt auch wieder 2 aus. Ich nehme jetzt hier einfach mal spaßeshalber die und die. Die anderen beiden werden dann auch gleich wieder mit in den Stapel gemischt. Genau, die kann man einmal mit einmischen. Dann werden wieder 4 von den Pyramidenkarten wieder aufgedeckt und werden wieder hingelegt. So, genau. Und dann haben wir hier die Expeditionskarten. Ich glaube, ich habe da gerade Wertungskarten zugesagt. Das sind natürlich die Expeditionskarten. Jetzt wird zu Runden beginnen. Auch hier spielen wir wieder 4 Runden, wird wieder immer eine, wie bei dem anderen Spiel auch, wird eine Expeditionskarte aufgedeckt. Und jetzt müssen wieder alle gleichzeitig diese Form eintragen. Jetzt haben wir aber hier die Besonderheit, wir sind hier in der Pyramide unterwegs. Jetzt dürfen wir hier nicht irgendwo auf einer dieser beiden Pyramiden das ankreuzen, sondern wir müssen immer, wenn wir das erste Feld bei einer Pyramide beginnen, beim Eingang beginnen. Das heißt, das erste Feld muss ich immer vom Eingang aus ankreuzen. Hier bei dieser Pyramide kann ich da diese Form also gar nicht ankreuzen. Ich könnte jetzt also hier nur dieses Viererfeld so ankreuzen, weil ich beim Eingang beginnen muss. Hier habe ich jetzt auch wieder ein rotes Kreuz abgekreuzt. Auch das ist das gleiche wie im anderen Spiel. Ich darf oder ich muss sofort ein weiteres Kreuz setzen. Ich kann das jetzt zum Beispiel hier auch bei der anderen Pyramide dann beim Eingang setzen. Gut, ich kann bei dieser Pyramide so ein Quadrat überhaupt nicht setzen. Das heißt, ich muss es hier setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 Stück. Ich habe auch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? Das packe ich hier hin, habe jetzt allerdings so einen Totenschädel abgekreuzt. Das heißt, hier auf meiner Übersichtskarte muss ich den ersten Totenschädel von links beginnend ankreuzen und der bringt mir bei Spielende minus einen Siegpunkt. Genau, Totenschädel möchte man hier so wenig wie möglich haben. Ihr habt jetzt 2 Reihen, ihr seht das, ihr fangt erst mit der oberen Reihe an, von links nach rechts, danach die untere Reihe von links nach rechts abkreuzen. Und das summiert sich schon ganz schön hoch. Habe ich dann nachher schon 4 Totenschädel, bekomme ich minus 10 Punkte. Habe ich sogar in Summe hier nachher, wie viel sind das, 5, 9, dann bekomme ich sogar minus 45 Punkte. Also Totenschädel möchte man gar nicht haben. Es gibt aber zum Glück auch auf einigen Karten, die waren immer sehr begehrt, die sind noch nicht gekommen. Es gibt diese blauen Zaubertränke. Wenn man den ankreuzt, dann darf man nämlich 2 seiner Totenschädel, natürlich von hinten weg, also die wo man dann mehr Minuspunkte bekommen würde, wieder wegmachen. Hier, so kann man die Totenschädel letztendlich dann auch wieder wegbekommen. So, dann nehmen wir hier mal die nächste Form. Und jetzt ist nämlich hier wichtig, wir durften ja bei dem anderen Spiel, bei Silver and Gold, bei dem normalen, sage ich jetzt mal so, durften wir ja beliebig die Form irgendwo ankreuzen. Hier müssen wir jetzt drauf aufpassen, dass wir die Kreuze, die wir setzen, es müssen immer alle Kreuze gesetzt werden, kann oder möchte ich die Form nicht einzeichnen, dann muss ich zumindest irgendwo mindestens ein Kreuz an einer beliebigen Stelle setzen, dann muss nämlich mindestens ein Kreuz setzen. Und diese Form kann ich jetzt auch drehen und spiegeln wieder, wie bei dem anderen Silber und Gold, aber ich muss sie jetzt immer waagerecht oder senkrecht angrenzend an bereits bestehende Kreuze setzen. Und ich mache das jetzt einfach mal hier. Ich setze das jetzt mal, weil die Pyramide ist ein bisschen unglücklich hier. Von daher setze ich jetzt mal hier die 3 Kreuze hin. So, immer wenn man so einen Edelstein hier ankreuzt,
Dann darf man auf seinem Wertungsblatt auch einen entsprechenden Edelstein abkreuzen, und zwar erstmal in der oberen Reihe von links nach rechts, danach in der unteren Reihe von links nach rechts. Und ihr seht, man kann entweder rote oder man kann rote und grüne Edelsteine letztendlich sammeln. Dann gibt es hier noch Fackelsymbole. Hätte ich jetzt, können wir mal gucken, was die nächste Expeditionskarte ist. Die sieht so aus. Oh, die könnte ich jetzt tatsächlich, nee, kann ich nicht so richtig wirklich gut unterbringen. Ich mache das jetzt mal hier. Doch, ich kann die hier gut unterbringen. Ich setze die hier in 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt hier ein Fackelsymbol überkreuzt. Ihr habt auf eurem Wertungsblatt hier oben Fackeln. Und zwar könnt ihr in jeder Runde mal nur eine Fackel werten. Die erste Fackel kann nur in der ersten Runde gewertet werden. Die zweite angekreuzte Fackel kann nur in der zweiten Runde gewertet werden und so weiter. Das heißt, wenn man die Fackeln werten möchte, muss man in jeder Runde, in der ersten Runde nur die erste Fackel, in der zweiten Runde nur die zweite Fackel, muss man die auch rechtzeitig angekreuzt haben. Das heißt, ich kann mir das jetzt hier letztendlich dann ankreuzen. So. Wenn wir jetzt hier bis zur Grabkammer gekommen sind, hier unten ist das Grabkammer-Symbol, das ist dieses hier. Die Pyramide ist fertig, nicht wenn wir alles vollständig angekreuzt haben, sondern sobald wir mit den Kreuzen hier bei der Grabkammer angekommen sind. Wir können noch mal ganz kurz gucken, was hier als nächstes kommt. Damit komme ich hier leider nicht bei der Grabkammer an, aber vielleicht hier. Ich mache jetzt einfach mal das Dreier hier, 1, 2, 3. Damit habe ich einen grünen Edelstein gesammelt, darf noch ein zusätzliches Kreuz setzen. Und hätte jetzt hier, könnte jetzt hier die beiden letzten Kreuze setzen. Dann würde ich jetzt warten, bis alle das gemacht haben und würde jetzt sagen, ich bin mit dieser Pyramide fertig. Dann lege ich die zur Seite. Und wenn jetzt mehrere in dem Moment mit einer Pyramide fertig sind, dann würde man gucken, die Pyramiden haben hier oben so einen Wert, so einen Initiativwert. Und der Spieler, der hier oben den kleinsten Wert hat, darf sich hier die erste Karte aus der Auslage nehmen. Das heißt, ich lege die beiseite und dürfte mir jetzt eine neue Karte nehmen. Dann könnt ihr hier auch noch Pyramiden werten, nämlich Wert 2 bei der zweiten oder bei der vierten oder bei der dritten, sechsten Pyramide, also bei zweiten, vierten oder sechsten Pyramide. Wenn ihr die fertig habt, hätte ich jetzt also schon zwei orangene Pyramiden fertig. Stellt euch das mal vor, ich habe das hier vom Eingang bis zur Grabkammer vollständig angekreuzt. Dann könnte ich auch in dem Moment sagen, wieder warten, bis alle durchgängig fertig sind. Ich habe zwei orangene Pyramiden fertig. Das heißt, ich darf jetzt das erste Mal meine orangenen Pyramiden werten. Bin ich jetzt der Erste, der das macht, dann darf ich hier die höchste Punktzahl abkreuzen. Passiert das wieder gleichzeitig bei mehreren, guckt man wieder nach dem Initiativwert letztendlich. Und jetzt könnte ich hier, wenn ich dann jetzt vier Pyramiden in Orange hatte, wenn das noch frei ist, dieses Feld abkreuzen, bin ich bei sechs Pyramiden bei Orange und das Feld ist tatsächlich noch frei, könnte ich auch noch das dann werten. Genau, wir spielen hier wieder sieben Expeditionskarten durch. Dann endet die laufende Runde und so spielt man insgesamt dann vier Runden durch. Und dann guckt man halt, hier oben für jede Fackel kriege ich 5 Punkte. Je nachdem, was ich hier mit der Pyramidenwertung bekomme, kriege ich Punkte. Für jedes Paar aus roten und grünem Edelstein hätte ich das so, bekomme ich 5 Punkte. Für jeden einzelnen Edelstein bekomme ich 1 Punkt. Für die Totenköpfe bekomme ich die Minuszahl, je nachdem, wie viel ich angekreuzt habe. Das heißt, da, wo das letzte Kreuz ist, bekomme ich die Punkte, in dem Moment dann 6 Minuspunkte. Und für jede vollständige Pyramide am Spielende bekomme ich nochmal 10 Punkte. Genau, so funktioniert dann die Pyramidenvariante von Silver and Gold. Die ist ein bisschen kniffliger. A, weil man nur beim Eingang anfangen darf. Dann B, weil man die Formen nicht irgendwo einzeichnen darf, sondern man muss ja immer senkrecht oder waagerecht angrenzend zu einem bereits bestehenden Kreuz ansetzen. Und weil es diese blöden Totenschädel gibt, die einem ganz schön Minuspunkte geben können. Und man immer hofft, dass man diese Zaubertränke bekommt, die bei uns zu dem Spiel irgendwie gefühlt total rar gesehen waren. Ich glaube, die sind generell rar gesehen. Also wir haben immer gewartet, wann kommt jetzt endlich mal eine Karte mit Zaubertrank und es kam keine Karte. Und dann gibt es ja natürlich auch noch so ein kleines Wettrennen, weil diese Pyramidenwertung bei der zweiten, vierten und sechsten Pyramide der entsprechenden Farbe kann man ja so eine Wertung auslösen. Da gibt es dann auch noch so ein kleines Wettrennen. Das heißt, man schaut dann auch noch so ein bisschen auf die anderen Mitspieler. Wie weit sind die? Welche Farbe treiben die voran? Habe ich dann noch eine Möglichkeit, eine Punktewertung zu bekommen? Also von daher schon ein bisschen kniffliger. Und hat mir tatsächlich besser gefallen als Silver and Gold. Also Silver and Gold ist da die einfache Variante. Ich glaube ja, aber... Silver and Gold heißen beide. Ja, Silver and Gold, das normale. Das ist ja Silver and Gold Pyramids. Also ich würde dann, glaube ich, eher wieder zu Silver and Gold Pyramids greifen, weil das hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber sind beides schöne Spiele. Aber wie gesagt, das würde ich dann doch eher wieder bevorzugt spielen. Ja, geht mir genauso, weil einfach so dieser Zwang, man muss eben angrenzend
bauen, abkreuzen und man dann halt eben wirklich sagt, oh, verdammt, jetzt muss ich diesen Totenkopf ankreuzen, habe ihm die Minuspunkte. Mhm. Man ist da mehr unter Druck, sag ich mal, und das macht es spannender an der Stelle. Von daher, würde das auch eher spielen anstelle von dem anderen. Genau, dann müssen wir es auch noch zur Seite packen, das müssen wir nachher auch noch mal wieder sauber machen. Oder ich kann es auch hier. Zur Seite? Stell dir nicht so an. Gut, dann machen wir jetzt endlich mal was Größeres hier. Wir haben gespielt das Spiel Imischen. Das werden wir auch noch mal in einem separaten Video noch mal ein bisschen detaillierter erklären, beschreiben und fazitinieren. Beurteilen, rezensieren. Es geht darum, es ist ein kooperatives Spiel. Und wie ihr bestimmt alle wisst, bin ich halluziniert. Total, ich fahre voll auf kooperative Spiele ab. Sowas von. Egal, wir haben es gespielt in verschiedenen Konstellationen. Es geht dabei darum, wir versuchen zusammen die Welt zu retten. Und zwar vor, ja, den wirklich in Wirklichkeit auch anstehenden schlimmen Zeiten, die kommen werden. Mit Umweltbelastung durch schmutzige Energie, durch Emissionen und. Und das machen wir halt eben, indem wir quasi unterschiedliche Länder bzw. Ja, Länder, Weltmächte steht da so drin. Weltmächte spielen, also einer kann Europa übernehmen, einer USA, einmal so den asiatischen Raum, dann einmal so globaler Süden. Globaler Süden, was eben so Afrika, vielleicht sogar ein bisschen Indien. Also so, es sind halt eben mehrere Machtzentren, sag ich mal, kann man sich dann aussuchen, welche man nimmt. Es sind im Spiel ein paar vorgegeben, wie man es in welcher Konstellation spielen sollte, um ein einfaches Spiel zu haben oder ein etwas schwierigeres Spiel. Und dann ist es eben so, wir haben einmal eine Weltkarte, da sind schon so ein paar Sachen drauf abgelegt, die halt eben dazu führen, dass zum Beispiel CO2 gebunden werden kann. Also es gibt so und so viel Wälder zum Beispiel, die können CO2 binden, was ja in Wirklichkeit auch so ist, die Meere teilweise eben auch. Und wir selber versuchen das eben mit unseren Gebieten, sag ich mal, auch irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann hat jeder Spieler halt eben ein eigenes Spielerbrett, ein eigenes Spielertableau. Und je nachdem, was man ist, hat man halt eben so und so viel schmutzige Energie, so und so viel grüne Energie, dann gewisse Emissionen. Und dann geht es jetzt eben darum, dass man eine Auslage hat von 5 Karten und dann nimmt man Karten auf und kann diese Auslage entweder verstärken oder abändern über die Karten. Wie gesagt, so ins Detail will ich jetzt gar nicht reingehen, weil es folgt nochmal ein separates Video. Und immer am Ende jeder Runde wird dann geschaut, wie ist denn so meine Energiebilanz? Also produziere ich genügend Energie, die ich trotzdem brauche, weil Energie davon hängt einfach Wirtschaft und Ähnliches ab. Und wie sind meine Emissionen und wie ist halt eben mein Verhältnis schmutzige Energie zu grüner Energie, sage ich jetzt einfach mal. Und das führt eben dazu, dass wir halt eben Treibhausgase raushauen. Die packen wir dann auf diese Weltkarte, versuchen dann entsprechend die produzierten schlechten Emissionen, sag ich mal, zu binden, CO2 zu binden. Genau. Und je nachdem, wie gut wir das schaffen, steigt halt eben dann die Temperatur. Der globale, genau, also wir haben eine Erderwärmung, die halt eben immer so 0,1 Schritten hochgeht. Und wenn halt eben die Erde sich zu stark erwärmt hat, haben wir verloren. Wenn wir es aber irgendwann schaffen, dass die Erderwärmung sich hält, vielleicht sogar abbauen kann, aus welchen Gründen auch immer, wir wollen nicht ins Detail gehen, dann haben wir gewonnen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, es ist sehr, sehr gut umgesetzt, weil über diese Kartensteuerung, da kann man dann eben sagen, so, ich spiele jetzt hier an der Stelle irgendwie ein Windkraftwerk hin oder ein Windrad hin oder eben ein Atomkraftwerk, was eben auch saubere Energie in Anführungszeichen produziert, bloß halt eben wohin mit dem Müll nachher, so Geschichten. Und auch so, ich habe häufig halt eben diesen globalen Süden gehabt und da war wirklich so, diese Emissionen, die kommen durch eben Tierhaltung und. Das war schon ziemlich, gefühlt ziemlich nah an der Wirklichkeit, weil die haben natürlich ganz andere Emissionen als jetzt zum Beispiel so ein die USA oder ein G7-Staat, sag ich mal, an der Stelle, richtig genau. Und eben auch andere Probleme, die man auch anders anfassen muss und auch anders über die Karten spielt. Und es ist wirklich ein schwieriges Spiel. Wir haben es häufig nicht geschafft. Wir haben es zweimal. Ich weiß gar nicht, wie oft wir es geschafft haben. Es hat jedes Mal Spaß gemacht. Wir haben es in unterschiedlichen Konstellationen gespielt. Wir haben es sogar mit unserem 12-Jährigen gespielt. Ist ab 10, von daher 10 ja, kann gehen. 12 funktioniert gut. Das hat er echt gut hingekriegt, weil man eben auch relativ viel lesen muss. Was bedeutet die Karte? Was macht die? In welcher Kombination und so? Und schönes Spiel.
Also schließe ich mich an. Ich komme mal ganz kurz zur Grafik. Die gefällt mir jetzt nicht so. Das ist sehr bunt, sag ich mal so. Und was auch so ein bisschen schade ist, die Spielertableaus, die sind auch total dünn. Und wenn man die so zusammensetzt, hat man das Gefühl, die halten nicht richtig wirklich lange. Also das Material gefällt mir jetzt nicht so gut. Das Thema und das Spiel finde ich richtig gut. Das ist total wichtig einmal, na klar. Und ich finde auch, dass es hier spielerisch wirklich total gut umgesetzt war. Man hat diese verschiedenen Nationen und jeder hat seine unterschiedlichen Ausgangsschwierigkeiten, sage ich mal so. Globaler Süden hat extrem viel Emissionen gehabt, schmutzige Energie. Die anderen Staaten haben ein bisschen weniger gehabt und man versucht halt dann im Spielverlauf natürlich einmal die schmutzige Energie in saubere Energie umzuwandeln, die Emissionen runterzubekommen, weil, wie Christian schon gesagt hat, weil wir haben dann auch nachher noch immer Krisen, wir müssen auch in jeder Runde auch immer bestimmte Krisen dann auch noch bewältigen. Dann gibt es auch noch so ein, ich weiß gar nicht, globaler Würfel hieß der, glaube ich. Je nachdem, wo wir mit der Temperatur sind, müssen wir auch noch einen Würfel würfeln. Und dann gibt es hier nämlich auch noch so einzelne, ich sag mal, Schwierigkeiten, die dann Ja, auch noch, eigentlich, wie gesagt, ich wollte genau. nicht so tief Ja, das war jetzt ja reingehen. nur einfach mal so jetzt mit gesagt. Also von daher, Thema wirklich total gut spielerisch umgesetzt und es ist halt so ein bisschen semi-kooperativ, weil letztendlich muss jeder erstmal seine eigene Nation handeln und gucken, dass man da möglichst gut das erstmal in den Griff bekommt, dass man da möglichst, wie gesagt, von der schmutzigen Energie zur sauberen Energie hinkommt, dass man die Emissionen abbaut und danach kommen halt diese Sachen. Man hat auch noch diese globalen Aufträge, die man dann nachher nach hat, wo man gemeinsam guckt, welchen globalen Auftrag nehmen wir, wie bewältigen wir die Krisen, da müssen wir auch hingucken. Also gibt auch einige Krisen, die kann man abwenden, da kann man Karten drunter stecken, da muss man es gemeinsam besprechen. Welche Karten hast du jetzt auf der Hand? Kannst du das vielleicht drunter stecken, damit wir die Krise so abwenden? Also da muss man schon auch so zusammenarbeiten dann letztendlich und wirklich total klasse. Wir haben ganz häufig verloren, dass diese Notstandsmarker, also man verliert entweder, wenn eine Nation 12 oder mehr Notstandsmarker hat oder wenn sie den 12. Notstandsmarker nehmen muss oder wenn das 8. Temperaturplättchen gelegt wurde, verliert man auch. Oder wenn man natürlich am Ende der 6. Runde immer noch nicht den Wendepunkt geschafft hat, weil man versucht letztendlich, weil wir kriegen jedes Mal diese, ich sag mal, CO2, das muss halt gelegt werden. Das heißt, jeder guckt bei sich, wie viel schmutzige Energie habe ich, wie viel Emissionen habe ich. Und für jedes davon muss man CO2 legen. Und wenn das nicht gebunden werden kann durch die Natur, dann kommt das Übrige auf das Thermometer und treibt die Temperatur hoch. Und wenn wir das schaffen, irgendwann diesen Wendepunkt zu kriegen, dass wir halt mehr CO2 mit der Natur binden, als wir noch aufs Thermometer und dadurch legen müssten und dadurch vom Thermometer, so wie wir es runternehmen könnten, dann haben wir halt den Wendepunkt erreicht. Dann müssen wir noch einmal die Krisenphase bestehen, was auch nicht so ganz ohne ist, wenn in der Krisen kommen. Und dann hat man das Spiel gewonnen. Also gefällt mir auch richtig gut. Wir haben es zu zweit gespielt, wir haben es zu dritt gespielt, wir haben es zu viert gespielt, auch in unterschiedlichen Konstellationen. Hat immer gut geklappt. Da sind auch für jede Konstellation dann so vorgegeben, welche Nation man nehmen sollte. Es gibt dann da hinten auch noch drin, dass man, wenn man das Spiel leichter bzw. schwerer haben möchte, dass man dann zum Beispiel in der und der Konstellation zu zweit eher die hier Weltmächte dann nehmen soll und so weiter. Und ich fand es auch total toll, weil unser 12-Jähriger spielt eigentlich gar nicht so gerne. Und dann haben wir das halt zu zweit mal gespielt, weil das gerne mal ausprobieren wollte. Und dann war das auch so, können wir das nochmal spielen, können wir das nochmal spielen. Also es hat ihm richtig viel Spaß gemacht. Also es ist ein echt ein richtig tolles Spiel. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe gespielt Siebte See. Das habe ich auch tatsächlich alleine gespielt. Christian war an dem Abend zu müde und ich wollte das ganz gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr das Cover seht, erwartet ihr dahinter ein Rätselspiel? Du? Nein. Ich nicht. Ich habe dahinter nämlich auch kein Rätselspiel erwartet. Ich hatte das aber gesehen und habe mir das natürlich auch durchgelesen. Und ja, es ist halt letztendlich ein Rätselspiel. Und wir spielen in der Welt von Siebte See, den berühmten Rollenspiel. Kenne ich nicht, ich bin kein Rollenspieler, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ich kann auch schon mal sagen, die Geschichte, die hier erzählt wird, die hat mir nicht so gefallen. Das war nicht so meine Geschichte. Die Rätsel, die da drin sind, die haben mir richtig gut gefallen. Und was ich auch schön fand, es wird hier richtig das Spielmaterial benutzt. Also ihr habt hier richtig so einen 3D-Spielplan. Da verrate ich auch nichts, weil man sieht das hier hinten schon auf der Verpackung. Ich will jetzt aber auch gar nicht weiter spoilern. Also das Spielmaterial wird einbezogen. Ihr habt einen richtigen 3D-Spielplan. Und was ich halt auch ganz witzig fand, war letztendlich hier so, wie man die Rätsel dann löst. Ich zeige euch das einmal ganz kurz hier mal in der anderen Kamera. Genau, beginnt hier. Das ist im Prinzip dieser Rätselbogen. Und man guckt dann, bei welcher Frage ist man. Hier hat man jetzt das Beispiel Frage A. Ich zeige euch das nur einmal ganz kurz, ohne zu spoilern. Also es gibt hier diese Lösungsplättchen, so nenne ich sie mal. Die haben eine Farbe, die haben eine Zahl, die haben ein Symbol. Und jetzt hier bei Frage A kam raus 1, 2, 3, 4.
sind die Plättchen, die wir brauchen. Das heißt, wir nehmen uns einmal Plättchen 1 und legen das jetzt hier bei A. Ihr seht es hier vielleicht, hier oben ist so ein kleines güldenes Symbol. Legen das bei A entsprechend hier an, sodass dieses güldene Symbol dann vervollständigt wird. Dann kommt hier das zweite, wo haben wir das dritte und das vierte Plättchen? Ich lege das hier mal ganz kurz so hin. Das wälzt sich jetzt hier gerade. Dann nimmt man das zweite und legt das dann bei dem ersten Plättchen auch an, sodass das güldene Symbol verbunden wird. Und beim dritten macht man das dann auch so, immer, dass die Symbole da verbunden sind. Und beim vierten auch so. Natürlich auch so in Leserichtung, dass man das entsprechend lesen kann. So, und wenn ihr jetzt dann links von den gelegten Plättchen jeweils die gleichen Symbole seht, auf dem Feld neben dem Plättchen immer die gleichen Symbole, viermal das gleiche Symbol, und rechts auch neben dem jeweiligen Plättchen auf dem ersten Feld jeweils das gleiche Symbol, dann seht ihr, dass eure Lösung richtig ist. Also das fand ich auch schon mal ganz witzig gemacht, wie man hier letztendlich dann rausfindet, ob man es richtig gemacht hat oder ob man bei der falschen Lösung ist. Es gibt dann auch noch Hinweise, sag ich mal so, und also die Rätsel haben mir gut gefallen, einige Rätsel haben mir besser gelegen, andere nicht so gut, aber das ist ja bei Rätselspielen häufig so, dass man einige ein bisschen besser lösen kann, einige nicht so gut, aber das hat mir echt gut gefallen. Es ist auch ein reines Kartenspiel, das heißt, ihr könnt das hinterher auch resetten, es wird hier kein Spielmaterial zerstört, es wird hier nichts zerschnitten oder sowas oder kaputt gemacht oder verändert, wie bei Exit-Spielen. Von daher kann man das, wenn man das gespielt hat, dann nachher auch weitergeben und auch nochmal andere spielen lassen. Und von daher, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es gab ein Rätsel, da will ich jetzt nicht spoilern, das habe ich nicht so richtig verstanden. Und da habe ich auch nachher, als ich mir die Lösung dazu angeguckt habe, bin ich da auch nicht so richtig drauf gekommen. Aber ansonsten war das durchgängig ein Spiel, was mir Spaß gemacht hat. Was war mit der Story? Habe ich ja schon gesagt, die Story hat mir nicht gefallen. Ja, warum? Die ist so ein bisschen abstrus. Musst du dir die Karten, musst du dir mal angucken. Also, ist das denn so Piratenthema? Oder? Na, das ist, er läuft da irgendwie rum. Also letztendlich geht es darum, ja. Er ist auf der Suche, beeilt euch. Gerüchte besagen, dass sich der Drachenstahlschild in Nülrode befindet. Aber die Inquisition ist bereits unterwegs. Ihr habt Glück, dass sie sich für die Straße entschieden hat. Ihr könnt sie dank einer Abkürzung überholen. Ein paar Stunden, zwei verängstigte Siedlungen und ein absolut ehrenhaftes Säbelduell später seid ihr dort. Das Dorf sieht öde aus, jedoch ist es die alte heidnische Kapelle, ist die verschlossen. Ihr müsst hineingelangen, aber wie? Aha. Also von daher. Und sind denn so Anspielungen auf diesen Seven Seas? Ich kenne ja Seven Universum. Seas nicht, von daher kann ich dir nicht sagen, ob da Anspielungen so drin sind. Inquisition. Gut. Hört sich so an, ja, aber wie gesagt, da ich Seven Seas, das Rollenspiel, nicht kenne, kann ich dir nicht ist sagen. Ist auch erst ab 14, drin. Also könnte blutrünstig sein. Kannst du auch nochmal ausprobieren. Ich weiß nicht. Wenn du dich rantraust, ich tue nicht. Trau dich. Ich bin eher so auf diesem Niveau hier. Tea Time Crime, wo wir gerade hier waren. Tea Time Crime. Wir bauen das mal ganz kurz im Ansatz auf. Mal hier, ich helfe dir mal. So, und zwar, jeder Spieler kriegt ein eigenes Spielertableau. Wir nehmen einfach mal exemplarisch das hier. Ist das rot? Nee, ne? Ach, ist das wohl Sprecherfarbe. Ich nehme hier mal die Plättchen, du kannst weiter erklären. Ich mache hier mal das Spielmaterial und du erklärst einfach weiter. So, und zwar, also, da werden jetzt gleich, das ist ja ein 5x5 Raster, hier oben 1, 2, 3, 4, 5 Würfel abgebildet. Ich hoffe, man sieht das. Und hier an der Seite die entsprechenden Werte von den Würfeln. Also 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So, dann ist hier auf der Rückseite halt eben, ist es so. Und wir müssen jetzt erstmal raussuchen, wo die... Nee, du brauchst gar nichts raussuchen. Die sind auf der Rückseite. Das sind die Detektive, das sieht man hier. So, diese Detektive haben Taschenlampe. Und zwar scheinen die immer in irgendeine Richtung. Also der jetzt hier nach links und nach oben, der andere. So, alle werden hier verdeckt hingelegt. Die Detektivplättchen, sage ich einfach mal, in einer Diagonalen beginnt. Du kannst mal erklären. Nee, nicht. Ich muss ja drauf zeigen. Also. Unten bei der 1 und dann nach oben zu 5 hochgehen und die anderen werden einfach verdeckt hier hingelegt. Auf der Rückseite von diesen Karten kann es sein, dass halt eben Superhelden-Diebe dargestellt werden oder einfach nur ein Würfel mit irgendeiner Zahl drauf. Die zwei Optionen, hoppala, gibt es. So, und wenn das jetzt hier alles soweit ist, dann kommen die Würfel ins Spiel. Und zwar, es gibt insgesamt 5 Würfel. Und zwar, die Würfel haben einen Wert von 1 bis 5 und es gibt eine sogenannte Lupe. Dann wird gewürfelt, also der Spieler, der jetzt gerade an der Reihe ist, der würfelt und sucht sich halt eben irgendwelche Würfel aus.
Man kann bis zu zweimal nachwürfeln, beliebig viele Würfel, wie man möchte. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die hier, 1, 1 und die Lupe behalte ich und dann Nein, würfel. die Lupe bleibt immer in der Mitte. Du musst Ja, immer alle. behalte ich, habe ich jetzt erstmal gesagt, dass ich Okay. halt die nicht neu würfel. Ah, Das wollte okay. ich damit sagen. So, dann würfel ich ein zweites Mal. Das wäre jetzt ein tolles Full House, aber das hilft mir an der Stelle gar nichts. Ich würfel nochmal. Und dann habe ich jetzt hier zwei Lupen und eine 5. Ich entscheide mich dafür, dass ich von diesem Würfelergebnis die zwei Einser nehme. Das heißt, ich habe hier zwei Einser und jede Lupe kann zu meinem Ergebnis dazugezählt werden. Das heißt, ich habe jetzt im Ergebnis zwei, drei, vier Einser. Jetzt gucke ich hier, ich bin hier bei der 1 und gucke hier, ich habe vier Würfel mit einer 1. Das heißt, ich darf dieses Fenster umdrehen. Das ist jetzt zum Beispiel einer von den Dieben, die bleiben da liegen. Ist es so ein Teil, dann wird das hier an die Seite gelegt und zwar passend zu der jeweiligen Zahl. Das heißt, ich habe hier die 5, dann das heißt, ich lege das Fenster mit der 5 da entsprechend hin. Vielleicht noch So. ganz kurz, also man muss sich immer für eine Würfelaugenzahl entscheiden und man muss dann immer alle Würfel dieser Augenzahl entsprechend nehmen. Lupen bleiben immer in der Mitte liegen. Genau. Und die anderen Spieler haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie nehmen das, was in der Mitte ist, das heißt hier in diesem Fall eine 5 auf alle Fälle. Zwei Fünfen oder drei Fünfen, also man kann die Lupen dazu packen, muss man aber nicht. Oder Genau, vielleicht wichtig, die Lupen erhöhen nur die Anzahl der Würfel, die man nimmt, nicht aber die Augenzahl. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich könnte ja sagen, ich als passiver Spieler darf hier nur auf die Mitte zugreifen, die Würfel bleiben da auch liegen. Das heißt, alle passiven Spieler können auch auf denselben Würfel zugreifen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich nehme die eine 5, weil ich hier ganz gerne hier vorne sein möchte. Mit jeder Lupe kann ich aber die Anzahl der Würfel erhöhen. Das heißt, das wären jetzt zwei Fünfen, die ich verwenden könnte, das wären drei Fünfen, liegen mehrere Lupen da, kann ich also beliebig viele Lupen dann verwenden letztendlich. So, das ist die eine Möglichkeit. Oder aber ich passe zum Beispiel, kann es ja sein, dass ich jetzt hier das so habe und dann kann ich dieses Fenster hier nutzen. Das heißt, ich hätte jetzt hier eine 5, eine Lupe, zweite Lupe. Das heißt, ich hätte drei von den 5. Jetzt kann ich das Fenster dazu nehmen, dann hätte ich insgesamt vier davon. Darf dann dieses Blättchen hier aufdecken. Dieses Fenster, das ich benutzt habe, das packe ich dann zur Seite, um zu signalisieren, dass ich es halt eben erstmal verbraucht habe. Wenn ich jetzt hier von diesen Würfeln gar keinen nehme und sage, ich passe, dann darf ich von denen, die ich schon benutzt habe, mir eins wieder nehmen und wieder quasi aktivieren, das heißt wieder an die Seite von meinen Häuschen packen. Es gibt noch zwei Besonderheiten. Wenn ich es als aktiver Spieler schaffe, insgesamt fünf Lupen zu würfeln, dann habe ich einen lupenreinen Wurf und dann darf ich irgendein Fenster hier aussuchen und umdrehen und alle anderen Spieler haben quasi kein Würfelergebnis zur Verfügung. Die können nur passen, können, so sie es denn haben, sich aus dem ja bereits benutzten Fenstern eins nehmen. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine Straße hat, also ein, Eine zwei, lupenfreie lupenreine Straße, also Straße. ein 1, 2, 3, 4, 5. Genau das gleiche. Ich darf mir irgendein Plättchen nehmen, aufdecken. Und alle anderen Spieler können nur passen und sich dann gegebenenfalls ein verbrauchtes Fenster wieder aktivieren und an die Seite legen. So, jetzt geht es aber darum, dass wir bei Spiel oder das Spiel endet, wenn alle Detektive, die man hier hat, richtig platziert sind. Und zwar, ich sagte ja, dass die immer in eine gewisse Richtung strahlen. Die strahlen jetzt nach da, also nach links und nach unten. Und im Laufe der Zeit ist es eben so, dass hier Fenster dann ganz normal offen sind oder dass irgendwelche Diebe hier rumlaufen oder. Und dann muss man die halt eben so platzieren, dass die Kegel, die Lichtkegel von den jeweiligen Detektiven so strahlen, dass sie richtig sind, sag ich einfach mal. Also es gibt welche, die strahlen zum Beispiel diagonal, es gibt welche nach links, nach rechts, wie auch immer. Und sobald es ein Spieler schafft, dass eben alle Detektive das richtig machen, dann endet das Spiel und dann wird quasi geschaut, wie viel ja, Punkte in Anführungszeichen habe ich sammeln können. Dazu werden dann die jeweiligen Fenster sich angeschaut. Zum Beispiel der hier strahlt jetzt in alle drei Diagonalen, in alle drei Diagonalen, in alle vier Diagonalen. Das heißt einmal in den, das sind 3 Punkte, hier ist ein Dieb, das sind 12 Punkte, wären 15. Hier noch 7 dazu, 22, hier noch 5. Das heißt, dieser Detektiv bringt 27 Punkte. So werden alle zusammengezählt. Und der Spieler, der am Schluss halt eben die meisten Punkte darüber generiert hat, der hat gewonnen. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Christian, der bisher erklärt, wenn man jetzt so ein Würfelergebnis sich nimmt, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt die beiden Vierer, das sind jetzt alle Augenzahlen in dieser Zahl. Hier hinten liegen nur noch die anderen für die passiven Spieler. Das heißt, ich habe mir alle Würfel mit der Augenzahl 4 ausgesucht. Dann gucke ich ja in dem Feld,
Wenn da ein verdecktes Plättchen liegt, in dem Moment wird es aufgedeckt. Ist es jetzt ein leeres Feld, dann passiert leider nichts. Aber wenn das ein Feld wäre, wo jetzt ein Plättchen liegen würde, dann darf ich jetzt in dem Moment dieses Plättchen umlegen und zwar auf ein beliebiges leeres Feld. Also so kommt man dazu, dass man die Plättchen letztendlich umplatzieren kann, weil man muss die auch irgendwie umpositionieren können. Also entweder, wenn ich die Würfelaugenzahl nehme, liegt bei dem Feld ein verdecktes Plättchen, drehe es auf. Wenn bei dem Feld ein aufgedecktes Plättchen liegt, dann darf ich das in dem Moment an einen beliebigen Platz dann verschieben. Und sobald halt bei den Detektiven, also der strahlt jetzt hier an vier Richtungen, sobald die Wertungsvoraussetzung bei einem Detektivplättchen erfüllt ist, lege ich sofort meine Taschenlampe drauf, sage das auch laut an. Sobald ein Spieler, wie gesagt, alle seine fünf Taschenlampen auf einen seinen Detektiven platzieren konnte, dann ist das Spiel letztendlich dann zu Ende. Genau, war dann die letzte Runde? Wird die Runde noch zu Ende gespielt? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich glaube, die Runde wird noch zu Ende gespielt. Guck doch einmal ganz kurz ans Spielende rein. Genau, und der Spieler dann mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Wie Christian schon gerade gesagt hat, nur die Detektive, die richtig anleuchten. Ihr seht hier ja auch, die Diebe wollen aus bestimmten Richtungen angeleuchtet werden. Der möchte jetzt hier von oben, von hier diagonal und von da angeleuchtet werden. Das heißt, wenn ich ihn von hier, hier oder da anleuchte, bringt er mir gar keine Punkte. Und jede Wertungsstein, also jede Taschenlampe, den ich am Spielende nicht habe, setzen können, bringt mir auch nochmal 3 Punkte. Die laufende Runde wird auch zu Ende gespielt. Okay, genau. Also alle Spieler sind dann schlussendlich dann gleich auch dran gewesen. Genau, genau, so funktioniert Tea Time Crime. Haben wir auch schon in unterschiedlichen Konstellationen gespielt, ist letztendlich auch ein ganz einfaches Spiel. Ist aber schon ein bisschen tricky. Ich weiß, im ersten Spiel hatte ich nicht darauf geachtet, dass es diesen diesen Detektiv gibt, der in allen vier Richtungen strahlt. Genau, das muss man von Spielbeginn irgendwie schon wissen, weil, dass man den irgendwo richtig platziert, weil nachher das so umzumodeln nochmal, dass der auch dann wirklich alle in alle vier Richtungen anstrahlt, das ist dann nachher letztendlich gar nicht so einfach. Ja, von daher, ich habe da auch noch so kein richtiges Prinzip, decke ich erstmal so alle Diagonalen auf, also versuche ich erstmal alle Detektive aufzudecken oder versuche ich erstmal die Würfelplättchen da wegzukriegen, weil dadurch kriege ich ja Zimmer frei und die Würfelplättchen kann ich ja auch wieder verwenden, um dann die Anzahl der Würfel dann zu modifizieren, um dann auch wieder andere Felder dann freizuspielen und so weiter. Ich fand, das ist ein lustiges, einfaches Spiel, hat Spaß gemacht, ist jetzt kein Dauerbrenner, aber ich würde es immer wieder mitspielen. Ich finde es ein schönes Spiel. Ja. Und vor allen Dingen, es geht relativ zügig, also man hat wenig Downtime, weil im Prinzip ja einer Würfel 1, 2, 3, dann wird 1, 2, 3. Entscheidet er eben, welche Würfel nimmt er in Anführungszeichen raus und dann ist man selber ja schon wieder dran. Also das heißt, auch wenn man nicht selber würfelt, ist man ja irgendwo in Action und ist dabei und guckt, was da passiert. Von daher, schönes, kurzweiliges Spiel mit verschiedenen Strategien, sag ich mal. Und das Schöne ist auch, nur weil irgendeiner das Spiel dicht macht, heißt das noch lange nicht, dass er gewonnen hat. Also wenn irgendeiner halt eben so ein Zwölfer-Detektiv zum Beispiel, ein Zwölfer-Dieb, mehrmals nutzen kann, weil halt eben die Detektive auf dieses Feld, wo dieser Dieb drauf ist, mehrmals drauf scheint, dann kann er eben 12, 24, 36, 48 Punkte halt eben kriegen. Und das macht es echt interessant. Also von daher. Also je nachdem, wie man das positioniert hat letztendlich dann. Genau. Ne? Das Thema, ja, es passt letztendlich, weil man hier passt es, weil es sind die Detektive, ja, die. Das hätte alles sein können. Es hätte alles sein können, genau. Also doch, ist ein nettes Spiel. Aber auch das Thema so ist okay, ich sag mal. Ja. Das passt schon. Dann mache ich mal weiter mit Eila und das glitzernde Etwas. Auch da mache ich jetzt nicht mehr ganz so ausführlich, weil da haben wir ja schon ein sehr ausführliches Video gemacht. Wir sind hier letztendlich Eila, die kleine Hesin, ist tief im Wald und entdeckt dann den Berg und sieht da irgendwas Glitzerndes auf dem Berg und möchte dann natürlich in ihrer Neugier wissen, was ist dieses Glitzernde da oben auf dem Berg und macht sich dann auf ein Abenteuer, macht sich dann auf dem Weg und wir begleiten Eila letztendlich und wollen auch dieses Glitzernde etwas dann erreichen. Also ihr habt hier insgesamt 6 Kapitel in dem Spiel. Ihr fangt mit Kapitel 0 und 1 an. Da werden euch so nach und nach die Regeln dann ein bisschen, nahegebracht. Und es ist ein kartengesteuertes Spiel. Ihr habt immer einen Heutestapel. Aus dem Heutestapel zieht ihr die vorderste Karte und dann stehen da Entscheidungen drauf. Dann müsst ihr die treffen. Dann kann das sein, dass die Karte aus dem Heute-Stapel, aus dem Hier und Jetzt auf den Morgen-Stapel kommt oder sie kommt aus dem Gestern-Stapel. Und so spielt ihr halt einen Tag durch und ihr müsst halt immer bestimmte Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Wissen sammeln. Das sind halt so, ich sag mal, die Ressourcen im Spiel, die es da gibt. Wissen, Energie, Essen gibt es da und so weiter. Und das ist dann euer Ziel, eine gewisse Art von Wissen zu sammeln und dann müsst ihr halt gucken, wie ihr dieses Ziel erreicht.
Wenn ihr den Heute-Stapel durchgespielt habt, dann endet der Tag, dann kommt die Nachtphase, dann könnt ihr halt auf die, ich sag mal, Aufgabenkarte, könnt ihr dann die Ressourcen liefern, die gewollt werden für diese Aufgabe. Danach müsst ihr dann ein Energie auf die Rundenleiste legen. Jedes Kapitel besteht aus 7 Runden. Und entweder ihr legt eine Energie drauf, wenn ihr keine Energie habt, müsst ihr einen Lebenspunkt abgeben. Und je nach Kapitel habt ihr bestimmte Lebenspunkte. Und ihr verliert das Kapitel, wenn ihr entweder das letzte Leben verloren habt, bevor ihr die Aufgabe geschafft habt. Oder wenn natürlich der 7. Tag, ich sag mal, auf den 7. Tag das Klötzchen gelegt werden muss oder ihr das Herz drauflegen müsst und ihr die Aufgabe immer noch nicht erfüllt habt und ihr gewinnt das Spiel, wenn ihr vor Ablauf des 7. Tages letztendlich die Aufgabe erfüllt habt und natürlich auch noch Lebenspunkte dann habt. Und dann beginnt der neue Tag, das heißt, ihr nehmt die Ereigniskarten oder die Karten vom Morgenstapel, die werden neu gemischt und die kommen dann wieder in den Heute-Stapel und die spielt ihr dann wieder durch. Da können wieder neue Karten reinkommen, durch bestimmte Aktionen kommen neue Karten rein. Es gibt nachher noch Hobbys, die ihr bekommen könnt, es gibt Gegenstände, es gibt Unterstützung. Wenn ihr ein Kapitel erfolgreich besteht, dann könnt ihr auch Hobbys, Gegenstände, Unterstützung immer weiter mitnehmen. Das heißt, die gehen durch das ganze Spiel durch. Je nachdem, welche Entscheidung ihr trefft, geht ihr bestimmte Wege. Je nachdem, was ihr unterwegs mitnimmt, Gegenstände, Unterstützung und auch Hobbys, erleichtern sie euch bei bestimmten Aufgaben, auch bestimmte Sachen und so weiter. Und so baut sich das Ganze auf und so versucht ihr halt jedes Kapitel für sich, ich sag mal, erfolgreich zu meistern. Ab Kapitel 2 hat nachher auch jedes Kapitel einzigartige Sachen, die nur in diesem Kapitel dann auftauchen, die auch sehr schön waren. Und es hat soweit Spaß gemacht. Das Ende war nachher aber ein bisschen abstrus oder etwas sehr abstrus und was auch sehr schade war. Wir haben das Spiel auch mit unserem Sohn gespielt, aber das Ende haben wir ihm nicht gezeigt, weil das war das Ende, was wir gefunden haben oder auf das wir aufgrund unserer Handlung gekommen sind. Das war kein schönes Ende. Und dann kam noch dazu, dass wir dadurch, dass wir eins dieser verschiedenen Enden gefunden haben, aber nicht das, was eigentlich zum richtigen Ende geführt hätte, dass wir gar nicht gewusst hätten, was eigentlich komplett hinter dieser Geschichte steckt. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Und ich fand es auch schade, dass die Geschichte, die eigentlich beim Erleben am Anfang Spaß gemacht hat, nachher so in so dunklen Sachen geendet ist, wo man gedacht hat, oh, wo führt das jetzt hin? Also es war nachher dann schon ein bisschen abstrus vom Ende her. Und das fand ich nachher ein bisschen schade, weil es mutet vom Cover her und auch so, wenn man das hinten sieht, sieht das irgendwie aus wie so ein Kinderspiel, so ein Kinderabenteuerspiel. Spielt es lieber vorher durch. Ich meine, es stand nachher auch, ich glaube, Kapitel 4 war das. Nee, nach 4, dem dritten. Genau, nach dem dritten. Bei Kapitel 4 stand dann auch drin, wenn man es mit Kindern spielt, Achtung, schaut euch das lieber erstmal an. Ja, man kann sonst auch, wenn man ab da sagt, man spielt es dann nicht mehr mit den Kindern weiter, gibt es auch in der Anleitung ein alternatives Ende, was dann ganz das nett kindgerecht das ist. Kindgerecht ist, was dann auch ganz nett aufgelöst ist. Aber ich finde es schade, dass man so ein Spiel nicht mit einem Kind zu Ende spielen kann. Finde ich. Ja, vor allem, was ich auch krass finde, ist, wenn man es wirklich dann nur diese 3 Kapitel gespielt hat, weil man eben der Meinung ist, das Kind kann damit nicht um, was da kommt. Wobei, selbst wenn man es durchgespielt hat, heißt es das nicht, dass man genau wieder zu diesem Ende kommt. Aber ist egal, dann ist es zu wenig. Ne? Also so ein Riesenspiel für 3 Kapitel ist mir dann auch zu wenig. Grafik mochte ich überhaupt nicht, mag ich überhaupt nicht. Das ist gar nicht mein Stil, sag ich mal, den ich mag. Ich bin da auch eigentlich relativ offen, aber das ist so ein Stil, den mag ich überhaupt nicht. Die Story gerade hinten raus nachher, weil das Problem ist halt eben, man hat halt eben im Laufe dieser Kapitel hat man immer so Kreuzungen, wo man nach links, nach rechts geht, irgendwas einsammelt, was anderes nicht einsammelt, eine gewisse Entscheidung fällt, positiv, negativ, sagen wir das so in Anführungszeichen, und das hat immer Konsequenzen, alles hat Konsequenzen, John Wick. Aber an der Stelle hat es eben die Konsequenz, wenn ich sage jetzt einfach mal, im ersten Kapitel nach links gegangen bin, dann kann ich vielleicht im letzten Kapitel gar nicht mehr zu dem Ende kommen, das das beste Ende ist. Es gibt verschiedene Enden, ich sage jetzt mal das beste oder das eben präferierte Ende. Und das bedeutet eben, wir haben es auch gemacht, wir haben also das Beste ohne Wertung, sondern das eigentlich, ja, vor, ne? Um das vollständig zu sehen. Wo man eben, damit man die gesamte Geschichte wirklich versteht, in Anführungszeichen. Und da kann man eben dieses, wenn man das weiß man nicht, wenn man dann das fünfte, also man hat eben das Spiel durchgespielt, man ist zu einem Ergebnis gekommen, sagt, ah, okay, dann lass doch nochmal das fünfte Kapitel nochmal durchspielen, damit wir auf ein anderes Ende kommen. Das kannst du gerne machen, aber wenn du dich du am Anfang, ja, du weißt es nicht, genau, also das war nachher, ich habe mir dann einfach mal angeschaut, wie wäre ich denn auf dieses beste Ende gekommen, wo hätte ich denn längst laufen müssen, und da habe ich dann eben festgestellt, das hat mit dem fünften Kapitel relativ wenig bis gar nichts zu tun gehabt, du hättest x Kapitel vorher nicht nach links, sondern nach rechts gehen müssen, und das mag ich überhaupt nicht, also dass man da ohne weiteres gar nicht drauf kommt und dass man so einen Fehler, den man ganz am Anfang gemacht hat, Fehler in Anführungszeichen,
nicht mehr korrigiert bekommt am Spielende. Gerade im Bereich Familienspiel, weil das Spiel ist ab 10 auf der Verpackung. Nee, mag ich nicht. Und deshalb, also mich hat es nicht gepackt, nicht überzeugt. So das Spiel selber, so mit diesen Karten, ich packe was ins Morgen, ich packe was ins Heute, ins Gestern. Auch die Charaktere, die auftauchen, teilweise eben nicht so kindgerecht, aber okay, da könnte ich ja noch mit leben. Auch so ein gewisser Legacy-Effekt, ich sammle das ein, habe dann halt eben, ich sag jetzt einfach mal, das Schild und das Schwert, passiert jetzt nicht, um dann gegen den Drachen zu kämpfen, jetzt als Beispiel. Sowas mag ich ganz gerne, aber so durch diese Rahmengeschichten und Auswirkungen und nicht meins. Nö. Ich weiß auch nicht, warum das Ende so depri und so schwarz gemacht werden musste. Auch das hätte, ich meine, vielleicht basiert das aus irgendeiner Geschichte, irgendeinem Comic oder sonst was, das weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß nicht, wie man ein Spiel negativ enden kann. Weißt du, weil das Ende, was wir hatten, das war ja wirklich total negativ und dunkel. Und wie man so ein Spiel so enden lassen kann, finde ich total unglücklich. Bei PC-Spielen gibt es das häufiger. Ja, aber nee, finde ich sehr unglücklich. Ja, war es auch. Gut, von unglücklich auf... Wie komme ich denn da? Ich krieg sie nicht, keine Kurve. Wir haben die Trilogie gespielt. Pickepen. Gärten, Pickepen Riffe und Pickepen Schatzkammern. Mit dem haben wir angefangen. Wir haben mit dem angefangen, mit dem aufgehört. Aber es ist folgendermaßen, und zwar, wo stand das denn? Hier hinten steht das. Da steht einmal Familie oder Profi. Das ist das Einfachere, das Einfachste. Dann kommt das und dann kommt das. Also was? Die richtige Reihenfolge ist einfach, mittel, schwer vom Schwierigkeitsgrad. Ich hätte es gesagt, das ist das Einfachste. Ist es aber nicht, das steht da in der Mitte. Das ist da. Ja, ich habe mich vorbereitet auf die Spiele, die ich vorstelle. Wir fangen trotzdem mal mit dem an. Warum? Nein, tun wir nicht. Nee, tun wir nicht. Ich wollte jetzt einfach mit dem Einfachen anfangen. Ach so, mit Gärten. Ja, alle sind von Herrn Rainer Knizia. Alle erschienen bei Amigo, alle ab 8 Jahre, von daher. Ich packe hier schon mal was aus. Genau, also es geht folgendermaßen. Wir haben bei diesem Spiel keine Würfel. Ich bin schon hier in der Kamera. Ach, wir sind schon in der, ja. Genau. Ich bin zu schnell. Also wir haben bei diesem Spiel keine Würfel, sondern wir haben Bleistifte. Die Bleistifte sind sechskantig und haben hier so Markierungen. Und die schmeißt man dann hin. Die schmeißt man? Und das ist das Würfelergebnis. Also damit können wir dann quasi arbeiten. Jetzt hier im ganz simplen Spiel ist es so, es gibt halt eben sechs Kanten auf jedem Stift und da können eben 1 bis 5 Punkte drauf sein. Und dann geht es los, dass jeder Spieler halt eben hier so einen Garten bekommt und der Startspieler fängt an, nimmt sich ein Stück. Jetzt nehme ich den zum Beispiel, da ist ein blauer Punkt drauf. Das heißt, ich fange an und markiere jetzt hier irgendwo ein Feld mit einem blauen Punkt. Mach doch einfach mal. Nee, würde ich ja nicht machen. Ich würde das so machen. Jetzt hast du aber schon verdreht. War das die 1? Ja. Ich würde jetzt in Rot die 2 nehmen und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich markiere einfach... Ganz am Anfang, das allererste Feld, das ich ausfülle, kann irgendwo sein. Danach müssen die neu angemalten Felder immer angrenzend gemalt werden. Vielleicht noch ganz kurz, dann muss ich natürlich vorher entscheiden, welchen Level man nimmt, weil es gibt insgesamt 3 Level und vorher entscheidet man sich, welchen Level alle zusammenspielen. Hier spielen wir jetzt zusammen Level 1. Genau, so und jetzt markiere ich einmal hier, einmal da. Das heißt also, ich habe jetzt hier 2 markiert und diese Fläche hier ist unterteilt. Die hat hier so Grenzen, so Linien, sage ich mal. Und wenn man es schafft, einen Bereich, sag ich mal, mit einer Farbe komplett auszufüllen, dann darf man hier unten eine Markierung ausmalen. So, das heißt also, ich habe in Rot das erste Mal es geschafft, eine Fläche auszumalen. Ein Garten, das bringt mir dann nachher bei Spielende den aufgedruckten Wert, das heißt 2 Siegpunkte. Hier im ersten Level ist es so, wenn ich es schaffe, von allen 5 Farben, das sind ja 5 Würfel, Stifte, 5 Farben. Wenn ich das schaffe, von jedem einen zu machen, kriege ich auch noch einen Bonus. Und zwar kriegen den alle Spieler in Höhe von 10. Schaffe ich sogar, von jeder Farbe 2 hier zu platzieren, würde ich einen Bonus von 15 kriegen und so weiter. Was man auch machen kann, man kann hier in diesen größeren Bereichen, sage ich einfach mal, von jeder Farbe ein Feld mindestens haben, dann bekommt man hier 6 Punkte. Schafft man das insgesamt 5 Mal, kriegt man sogar einen Bonus von 30 Punkten. Punkte. Wichtig, man muss hier bei den unteren, muss man immer von links nach rechts ausmalen. Also hier bei den bunten Gärten fängt man von links letztendlich an und malt von links nach rechts aus. Genau, so. Und dann ist es noch so, derjenige, der es schafft, zuerst alle Randfelder auszumalen, der kriegt als einziger einen Bonus in Höhe von 6. Das ist der hier an der Seite. Und derjenige, der das Spielende auslöst, indem er hier alle Felder vollgemalt hat, bekommt auch 6 Punkte. Das heißt also, Spielende wird eingeläutet, alle Felder sind ausgemalt. Dann ist das Spiel sofort zu Ende. Oder aber, hier unten haben wir so eine Reihe mit einem Stift. Und zwar immer, wenn ich keinen
platzieren kann, weil ich muss immer alles platzieren. Also wenn ich jetzt hier alles schon ein bisschen voll gemalt habe und dann kommt plötzlich halt eben so ein orangefarbener Fünfer und ich kann den hier nirgendwo mehr platzieren, dann muss ich hier unten das anstreichen und das bringt mir A einmal Minuspunkte und wenn ich halt eben das fünfte Mal hier unten markieren muss, dann ist das Spiel auch zu Ende. Und dann wird im Prinzip zusammengerechnet. Einmal, was habe ich hier halt eben alles markiert, was habe ich hier an Boni vielleicht bekommen. Für die Stifte, die ich nicht platzieren konnte, kriege ich Minuspunkte. Konnte oder wollte auch wichtig, weil das heißt... Wollte geht auch, genau. Derjenige, der halt eben alle Randfelder hat, Sonderpunkt. Derjenige, der das Spiel hierüber dicht gemacht hat, indem er eben alle Felder ausgemalt hat, auch Punkte. Und dann wird nochmal geschaut im ersten Level, derjenige, der halt eben die größte Fläche von einer Farbe hat, also wer hat die größte Fläche quasi zusammenhängend ausgemalt, der bekommt dann auch nochmal 6 Punkte. Genau, und vielleicht ganz kurz, Christian war jetzt der aktive Spieler, hat alle Stifte gewürfelt, hatte sich jetzt hier, ja, welchen hast du genommen? Den roten, genau. Jetzt würde ich, dann wird es im Uhrzeigersinn, geht es weiter. Das heißt, ich würde mir jetzt den nächsten Stift ausnehmen, würde entsprechend hier ausmalen, dann würde Christian wieder einen Stift nehmen, dann wieder ich und dann wieder Christian einen Stift. Und man muss die nehmen. Man muss die Stifte nehmen, genau. Und wie wir ja schon gesagt haben, wenn man nicht kann oder möchte, also wenn man die Stiftfarbe nicht einzeichnen kann oder nicht möchte und auch in der Anzahl, wie hier drauf ist, das heißt, ich muss hier 3 Felder in lila ausmalen in dem Moment. Wenn ich das nicht kann oder möchte, muss ich mir halt hier unten so einen Minuspunkt abtragen oder Minuspunkte abtragen. Die sind auch additiv, das heißt, hier zählt nicht das höchste Feld, sondern jedes Feld, was ich hier angemalt habe, bringt mir am Spiel einen Minuspunkt. Das kann ich ja nur 5-mal machen. Und letztendlich, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ja nur 2 Stifte nehmen können in dieser Runde, Christian hat 3 Stifte nehmen können. Müssen vielmehr. So, und jetzt wäre ich ja wieder dran, müsste eigentlich den nächsten Stift nehmen, jetzt sind keine mehr da. Das heißt, jetzt nehme ich alle Stifte, jetzt bin ich aktiver Spieler, würfel neu und muss mir jetzt halt den ersten Stift dann nehmen. Dann würde Christian wieder nehmen, dann wieder ich, dann wieder Christian, dann wieder ich. Jetzt wäre Christian wieder dran, könnte keinen Stift nehmen, also würde er wieder würfeln, wird er wieder zum aktiven Spieler. Genau, also der Spieler, der eben dran ist, aber keinen Würfel nehmen kann, nimmt alle Würfel und würfelt sie neu. Genau, und dann gibt es halt eben entsprechend einen zweiten Level. Hier sieht man so Blumen. Wenn man es schafft, die Blumen halt eben in der richtigen Farbe zu markieren, dann kann man die hier unten ankreuzen. Schafft man es, alle 5 Blumen in der richtigen Farbe entsprechend zu markieren, bekommt man auch hier Sonderpunkte. Wichtig ist da, nur wenn ich die orangene Blume mit Orange ausmale, nur dann bekomme ich das. Ich könnte auch die orangene Blume mit Lila ausmalen, genau, dann kriegt man aber den dann Bonus halt kann ich den Bonus hier genau. nicht bekommen. Genau, und derjenige, der es schafft, alle 5 zuerst auszumalen, der kriegt hier an der Seite einmal 10 Punkte. Und das, nur der Erste. Genau, der Erste, der alle 5 Blumenfelder ausgemalt hat. Und da ist auch egal, mit welcher Farbe. Das heißt, ich kann hier auch die Blumenfelder alle mit einer anderen Farbe ausgemalt haben, als draufsteht. Bin ich aber der Erste, der alle 5 Blumenfelder ausgemalt hat, bekomme ich halt diese 10 Punkte dann. Genau, und dann gibt es halt eben noch den dritten Level. Das ist genau, das der zweite, genau, wo ist er, der dritte? Ups. So, da ist der dritte Level. Da haben wir hier nochmal als Sonder, es gibt hier einmal Baumfelder. Das heißt, wenn ich ein Baumfeld ausmale, jetzt zum Beispiel hier dieses Baumfeld mit Rot, dann darf ich hier unten auch das entsprechende farbige Baumfeld, nur das rote Baumfeld in dem Moment ausmalen. Und ihr seht schon, wenn ich es schaffe, alle Bäume in unterschiedlichen Farben auszumalen, also ein Baum in Orange, dann dürfte ich dieses Feld ausmalen und so weiter. Habe ich alle Bäume in unterschiedlichen Farben ausgemalt, bekomme ich 10 Bonuspunkte. Und außerdem bekommt man hier noch, hier gibt es, wenn ich es schaffe, 4 orangene Gärten auszumalen. Also ich habe 4 orangene Gärten vollständig ausgemalt. Der Erste, der das schaffen würde, kriegt nochmal 5 Punkte. Das gibt es halt für jede Gartenfarbe dann nochmal. Wie gesagt, und Spielende ist immer dann sofort. Entweder ein Spieler hat hier alle 5 Stiftfelder ausgemalt oder ein Spieler hat den Spielplan komplett ausgemalt. Dann endet das Spiel auch sofort und die laufende Runde wird nicht mehr zu Ende gespielt. Und wie Christian schon gesagt hat, jedes aufgedruckte Feld hier bringt die Punkte plus die Bonuspunkte, Minuspunkte und vielleicht hier noch Bonuspunkte. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Und ich packe ein und du kannst ja schon mal das nächste Spiel holen. Und vom Spielprinzip sind die halt eben alle gleich. Das heißt, wir haben immer diese Würfel-Alternative, sage ich es jetzt einfach mal. Den Würfelersatz, sprich, wir haben bei jedem dieser Boxen haben wir halt eben die 6-kantigen, seitigen Stifte mit entsprechenden Markierungen. Jetzt hier sind wir halt eben in der Wüste. Kannst du nochmal das Cover hier mit hinlegen? Das sieht das nicht in der Kamera. Genau. So, wir sind in der Wüste. Und jetzt ist es halt eben so, wir haben hier unterschiedliche Sachen. Wir haben hier einmal Kreise, Dreiecke, Quadrate, Kreuze, Sechsecke. Punkt erstmal. Und jetzt ist es so, dass wir auf den Stiften halt eben ganz normal die Farbe, das ist klar. Aber jetzt hier zum Beispiel ist es ein Quadrat in Lila.
Oder hier, wenn alle fünf abgebildet sind, ist es halt eben ein Joker. Und genau das gleiche wie eben gerade beim Spiel. Der Spieler, der gewürfelt hat, ist dran, nimmt sich einen davon und markiert. Und jetzt die Besonderheit hier ist, dass wir immer von links nach rechts markieren. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier den nehme, muss ich irgendein Quadrat in lila ausmalen. Und zwar immer, dass das frei ist. Das heißt, ich würde jetzt dieses hier anmalen. Also nicht irgendein, sondern was am weitesten links. Genau, wenn ich jetzt als nächstes hier dran wäre, muss ich das nächste Quadrat in grün ausmalen. Und dann gibt es eben so ein paar Besonderheiten. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, die haben Farben. Also das Kreuz hier hat zum Beispiel eine rote Farbe, das hier hat eine orangefarbene Farbe, lila und so weiter. So, und jetzt gibt es auch da wieder Besonderheiten. Wenn ich es schaffe, in jeder Spalte oder in jeder Reihe zwei gleiche Paare nacheinander oder zwei gleiche Paare zu haben. Wir können das doch mal hier am Beispiel zeigen. Also hier zum Beispiel. Hier habe ich zum Beispiel oben zwei rote nebeneinander. Dann kann ich das hier markieren. Das heißt also, ich habe ein Paar in der gleichen Farbe geschafft und markiere das dann hier. Hier zum Beispiel hat der Spieler, wer auch immer das war, du wahrscheinlich, zwei Paare sogar. Eins, zwei, also zwei grüne und hier zwei grüne. Die müssen eben immer benachbart sein, dann werden die beiden markiert. Jedes Paar, das man hier markieren kann, bringt bei Spielende einmal zwei Siegpunkte. Und wenn man es schafft, hier runter zu gehen und in jeder von diesen Reihen eine Markierung mindestens zu haben, kriegt man 5 Punkte. Schafft man das auch bei den Spalten, hier ist es nicht geschafft worden, da fehlt einer, dann würde man da auch 5 Sonderpunkte bekommen. Genau, hier sieht man auch, für die Spalte kann man halt auch für jede Farbe, die benachbart, wenn man zwei gleiche Farben benachbart hat, darf man halt hier sich diese Sonderpunkte nehmen. Und wie Christian schon sagte, wichtig ist halt, man muss immer von links nach rechts die Reihe befüllen. Das heißt, ich muss immer mit dem nächsten Symbol weitermachen. Fange ich jetzt hier also mit dem Dreieck an, müsste ich hier das erste freie Dreieck befüllen. Hätte ich dann noch wieder ein Dreieck, müsste ich das nächste freie Dreieck dann befüllen. Genau, das mit dem Bonus, den hattest du, glaube ich, nicht erklärt, weil du bist gerade übergesprungen in diese hier mit den Zweien. Weil wenn ich jetzt hier schaffe, hier habe ich zum Beispiel das grün umrandete Dreieck mit einer grünen Farbe ausgemalt, dann habe ich als Bonus, dass ich sofort ein weiteres Feld mit grün ausmalen darf. Und zwar ein beliebiges. Musst, glaube ich. Und darf, musst? Ich glaube, darf, ne? Ich weiß gar nicht, ob man muss. Aber auf jeden Fall, man macht das ja eigentlich immer, weil man ja alles voll haben will. Also, wenn ich das schaffe, ein in der entsprechenden Farbe umrandetes Feld, also wenn ich jetzt diesen Kreis hier, ich muss dann diese beiden Kreise erstmal befüllt haben mit Farben, wenn ich es dann schaffe, mit einem lila Stift diesen Kreis zu befüllen, dann darf ich sofort, weil ich die Rahmenfarbe eingehalten habe, ein weiteres Symbol mit dieser Farbe befüllen, muss mich aber daran halten, dass ich die Symbole immer von links nach rechts befüllen muss. Wenn ich es sogar geschafft habe, dass eine Reihe vollständig voll ist, sagen wir es mal, die Kreise sind alle voll, und ich nehme mir wieder ein Symbol mit einem Kreis, dann darf ich tatsächlich diese Farbe bei irgendeinem anderen Symbol dann letztendlich dann eintragen. Und Spiel endet hier, sobald ein Spieler seine kompletten Symbole einmal komplett vollgemalt hat, und dann kriegt man halt Punkte, je nachdem, wie gut man hier. Also immer, hier möchte man immer zwei gleiche Farben nebeneinander haben. Umso mehr Punktesymbole kann ich hier ausmalen. Das halt hier genauso in der Spalte auch. Und wenn ich, wie Christian schon gesagt hat, Bonuspunkte, wenn ich in jeder Reihe hier ein Punktesymbol ausgemalt habe, bekomme ich 5 Bonuspunkte. Wenn ich das in jeder Spalte auch habe, ein Bonuspunktesymbol ausgemalt, bekomme ich auch nochmal 5 Punkte. Und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann. Genau, da gibt es halt eben auch einen zweiten und dritten Level. Der zweite bedeutet hier, wir haben hier so eine Reihe mit Stiften. Das heißt, ich kann nachher irgendeinen Stift nehmen, kann das Symbol darauf ignorieren und das dann quasi als Joker nutzen. Die Farben muss ich trotzdem eintragen. Das ist das eine. Also ich habe hier eine Reihe mehr, wo ich quasi Joker eintragen muss. Auch die muss ich von links nach rechts auffüllen. Und als Siegpunkte funktioniert es hier ein bisschen anders. Hier braucht man 3 gleiche nebeneinander, sowohl in den Spalten als auch in den Reihen. Oder alternativ, weil es sind einfach zu wenig, 5 verschiedene. Auch das würde gehen. Das gleiche hier, wenn ich in jeder Spalte halt eben eine Markierung habe, kriege ich hier 10 Siegpunkte. Habe ich hier in jeder Reihe einen, bekomme ich auch 10 Siegpunkte. Genau. Und dann haben wir halt eben noch den dritten Level. Der wird dann auch noch mal ein bisschen aufgepimpt. Das sieht man hier unten. Und zwar, wenn ich schaffe, ein Quadrat aus 4 gleichen Farben zu platzieren. Haben wir den nicht irgendwo noch ausgefüllt? Ich glaube, den hatten wir auch noch. Da ist schon ein ausgefüllter. Ja, okay. So, aber du hast es ja nicht geschafft. Nehmen wir mal. Aber du hast es ja, das ist aber sehr nett gesagt. So, hier habe ich halt eben 1, 2, 3, 4 von den Lila-Farben. Das heißt, ich kann den hier unten ausfüllen, bringt 7 Siegpunkte. Und wenn man es schafft, 3 oder mehr von diesen 4er-Quadraten zu platzieren auf seinem Spielplan, sage ich mal, bekommt man auch nochmal 10 Siegpunkte. Genau. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil man ist halt eben getrieben, weil man immer von links nach rechts das ausfüllen muss. Und aber das Schöne ist halt, wenn man eine Reihe vollständig hat, kann man sich aussuchen, wo man dann das dann weiter... Dann hat man die Joker-Geschichte. Ich finde, dadurch wird das dann doch schon ein bisschen einfacher.
Und von daher fand ich jetzt Picke Pen Schatzkammern einfacher. Aber okay, dann kannst du ja schon mal, ich pack wieder ein und du nimmst einfach mal, kannst ja gleich in die Mitte. Das Schwierigste, das sind natürlich die Griffe. Das haben wir mit einem, ich weiß gar nicht, wie haben wir das zusammen erarbeitet? Mit einem befreundeten Pärchen haben wir das zusammenarbeitet. Genau. So, auch hier wieder die fünf Stifte, wie gehabt, auch wieder mit Markierung drauf. Die Markierung hier ein bisschen unterschiedlich. Und zwar gibt es halt eben einmal so einfach so Kreise, die miteinander durch Striche verbunden sind. Und es gibt so Fischsymbole, sag ich mal. Die sind extrem nah beieinander, unschön. Und es gibt hier halt eben einen, da sind vier drauf, vier Kreise drauf. Und das letzte ist ein Plus, das heißt vier oder mehr. So, wir haben hier auch wunderschöne Spielpläne, auch wieder ein bis drei Level. Wir fangen mal mit dem ersten an. Man kann das hier sehen, es gibt hier an den Seiten so kleine Tauchersymbole, sage ich mal. Das sind die Einstiegssymbole. Das heißt, wenn ich jetzt als Erster anfange, ich nehme mir jetzt zum Beispiel Blau, dann muss ich mich hier für irgendeins entscheiden, markiere das und das ist dann quasi mein Startpunkt für die Farbe Blau. Wenn ich das nächste Mal dran bin bei Rot, nehme ich irgendeinen anderen Einstiegspunkt. Das heißt, bei dem Spiel ist es vollkommen egal, also man muss nicht benachbart das machen, sondern man kann irgendwo starten. Wenn ich dann halt eben dran bin, muss ich gemäß dem, was dort gewürfelt ist, entweder die Anzahl an Punkten gerade gehen, also angenommen, ich habe jetzt hier dieses Ding, das sind halt eben 4 plus, das heißt, ich muss hier Striche machen, hier sind so kleine Kreise, die muss ich miteinander verbinden und ich muss mindestens diese 4 Striche in gerader Linie machen, also 1, 2, 3, 4 hätte ich jetzt hier zum Beispiel machen können. Da bin ich einmal über dieses Feld gekommen, das ist eine 2 mit einem blauen Kreis, das würde ich ausmalen und könnte hier in dieser Reihe 2 Felder markieren. Vielleicht ganz außerdem kurz würde ich noch bis nach da hinten kommen, das ist ein Goldstück, dann könnte ich auch das Goldstück entsprechend markieren. Genau, dann nur vielleicht mal ganz kurz, weil wir sind jetzt hier bei Riffe und diese, ich sag mal, Zahlen in Kreisen, das sind Schätze, die können wir in der jeweiligen Farbe sammeln. Das heißt, wenn ich einen Schatz in der Farbe erreiche, hier den blauen Schatz, wenn ich den mit Blau erreiche, darf ich mir die Kästchen entsprechend ausmalen. Erreiche ich den zum Beispiel mit Orange, kann ich keine Kästchen ausmalen. Der Schatz ist aber nicht hinfort, sage ich jetzt mal so, weil ihr seht hier, was Christian schon gesagt hat, es gibt hier einmal die freien Strecken, das sind die sogenannten Verbindungen zwischen den Punkten oder zwischen den Schätzen oder zwischen den Kreisen. In jeder Verbindung darf natürlich nur eine Farbe sein, aber jede Farbe darf sich auf jedem Feld, das sind diese freien Kreise, oder auf jedem Schatz oder auf jeder Goldmünze kreuzen. Das heißt, bloß weil ich jetzt mit Orange bei dem blauen Schatz angekommen bin, kann ich da trotzdem mit Blau auch nochmal irgendwann ankommen. Wichtig ist nur, man darf mit der Farbe nur bei einem Ausgangspunkt starten und darf mit dieser Farbe auch immer nur durchgehend weiterzeichnen. Ich darf mit der Farbe auch niemals zu dem Ausgangspunkt zurückkommen und auch niemals zu einem anderen Ausgangspunkt hinkommen. Also ich muss von der Farbe aus immer weiterzeichnen dann. Und dann gibt es ja noch die Fischi-Symbole. Christian hat das ja gerade schon erklärt. Entweder es gibt die Geraden. Mit den Geraden muss ich halt so viele Verbindungen zeichnen, also Striche, wie jetzt Sachen drauf sind, kann oder möchte ich das nicht, dann muss ich das halt verfallen lassen. Mit diesen Fischen darf ich halt beliebig auch abbiegen innerhalb der Bewegung. Das heißt, hier müsste ich jetzt 3 Striche machen, ich könnte aber hoch, schräg, schräg, ich könnte da beliebig abbiegen letztendlich. Genau, und so versuchen wir hier letztendlich dann die Schätze zu sammeln. Genau, haben wir da noch ein Beispiel, kannst du ja mal einmal zeigen, wie das dann fertig aussieht. Genau. Das kann halt eben so zum Beispiel aussehen. Es gibt auch hier wieder so ein paar Sachen, wer es schafft zuerst. Hier sind so graue, nach 2 Schritten, sage ich mal, pro Farbe sind so leicht gräuliche Felder. Wer es schafft, bei allen 5 Farben diese Felder zu markieren, der kriegt halt eben dann 50 Punkte, nur der Erste, der es schafft. Und hier hinten bei 6 in Anführungszeichen haben wir das gleiche nochmal. Auch da, wer das schafft, das zuerst alle zu markieren, der kriegt halt eben 50 Punkte und damit leitet er auch das Spielende entsprechend ein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, also diese Ausrufezeichen stehen immer dafür, dass man das Spielende einleitet. Also entweder, wenn ein Spieler bei allen 6 Farben das 6. Kästchen erreicht hat, dann ist das Spiel sofort zu Ende und nur dieser Spieler bekommt die 5 Punkte und man wird wirten. Oder der erste Spieler, der es schafft, hier alle Münzfelder auszumalen, auch der leitet das Spielende ein und bekommt als einziger diesen Bonus und dann ist das Spiel auch sofort zu Ende. Oder es gibt ja auch noch einen Bonus, ein Spieler, der es schafft, bei einer Farbe alle Kästchen auszumalen. Der erste oder einzige bekommt nochmal den Bonus und dann kommt halt die Endwertung. Das heißt, man guckt hier entsprechend, wie viele Schätze hat man pro Farbe einsammeln kann. Man bekommt den entsprechenden Wert des zuletzt ausgemalten Kästchens. Das heißt, hier 2 Punkte, hier bin ich bis zur 6 gekommen, hier sogar bis zu 10. Dann gucke ich, ob ich noch Bonuspunkte bekommen habe. Bei den Münzen gucke ich auch, wie weit bin ich gekommen. Hier bin ich bis zur 5 gekommen und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt dann das Spiel.
Genau. Sondern gibt es halt eben noch einen zweiten Level. Bei dem zweiten Level ist es so, dass es sogenannte Strudel gibt. Mhm. Die sind die hier. Wenn man die erreicht, in Anführungszeichen, muss man sofort stoppen. Das heißt, wenn ich da jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel so ein, ich nehme jetzt hier mal so eine Gerade, so eine lilafarbene Gerade. Das heißt, wenn ich jetzt der ankomme und mit dem ersten Strich komme ich schon an bei der Geraden, muss ich sofort stoppen, alle weiteren Bewegungspunkte verfallen. Stattdessen darf ich dann vom Strudel in der Farbe, mit der ich unterwegs bin, dann die Fischis wieder weiterzeichnen, also drei beliebige. Ich darf dann zick, zack, zack dann machen letztendlich dann. Das ist die Änderung da. Ich glaube, Bonuspunkte, das war die einzige Änderung, meine ich hier, ne? Ja, ja. Genau. Und dann gibt es noch die Propeller im Level 3. Im Level 3 fallen halt eben diese Strudel weg, die gibt es da nicht mehr. Dafür gibt es halt eben sogenannte Propeller. Das heißt, das erste Mal, wenn ich da angekommen bin, also es gibt 3 Propeller insgesamt, dann mache ich quasi einen Kreis, einen äußeren Kreis um diesen Propeller. Und irgendwann im Laufe des Spiels kann ich eben sagen, okay, jetzt habe ich einen Stift, den Stift kann ich in Anführungszeichen nicht benutzen. Ich markiere jetzt den inneren Bereich des Propellers und darf dann in der Farbe, die ich genommen habe, 3 Fischbewegungen, das heißt 3 beliebige Striche machen. Also ich muss nicht in gerade Linie, sondern ich darf abknicken. Genau, und jeden Propeller kann man nur einmal einsammeln und jeden Propeller kann man auch nur einmal einsetzen. Dann. Genau, und es ändert sich so ein bisschen so die Siegpunktbedingungen hier, aber also die Siegpunkte, die man bekommt, aber von der Idee, dass man halt eben so viel wie möglich markieren soll, daran ändert sich nichts. Genau. Genau, damit haben wir dann im Prinzip alle 3 durchgespielt, alle 3 Packs. Ich stelle die hier mal einmal wieder hin. Ich kann ja einsammeln, du kannst ja noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, also wir haben es reihenfolgemäßig den zuerst, dann den. Also zuerst haben wir die Schatzkammern, dann haben wir die Riffe und dann haben wir die Gärten gespielt. Und wir sind beide der Meinung, das Einfachste macht am meisten Spaß. Also die Riffe fand ich auch zum Erarbeiten. Ich weiß nicht, ob das zu spät war, aber irgendwie so, das war von der Anleitung echt nicht fluffig. Wir sind da schwer reingekommen, obwohl wir davor schon das gespielt hatten, die Schatzkammern. Die Schatzkammern waren okay, das war jetzt, ich fange links an oder ich muss links anfangen, ich muss anbauen in Anführungszeichen. Aber gefühlt, das hier war echt, es war entspannt, es war wenig Stress, aber es war Spaß gemacht und es ist auch eine gewisse Interaktion da, weil wenn ich diese, gerade gegen Ende halt eben diese Würfelstifte da vor mir liegen habe, dann gucke ich ja vielleicht schon mal, was machen denn die anderen Spieler, insbesondere wenn man das Spiel zu zweit Moment, spielt. Moment, du guckst doch immer, wann guckst du mal nicht? Welche Farbe passt bei ihr jetzt total gut? Muss ich irgendwas verhindern, dass sie zum Beispiel nicht alle umranden kann oder versaue ich quasi irgendein Feld, das halt eben nicht vollständig ist und dementsprechend keine Punkte gibt. Also es ist auch schon so ein bisschen interaktiv, ein bisschen strategisch auch das. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das so, ja, ist nett, nichts Besonderes. Und das hat mir irgendwie am wenigsten gefallen von denen. Obwohl das das Schwierigste ist, aber ich muss sagen, also das mit den Gärten, das war ein sehr schönes, ruhiges Familienspiel. Also das ist entspannt. Das ist nichts Besonderes dabei, aber es ist einfach nett, das miteinander zu spielen, weil auch die Zeit ist, weil man auch schnell dran ist. Ne? Also ich nehme eine Karte, ich nehme einen Stift mal und dann kann ja schon der Nächste seinen Stift nehmen. Und von daher ist es nett. Es ist jetzt nichts Besonderes. Ich meine, der Kniff dabei ist eben, dass der Stift der Würfel ist. Mhm. Das hätte man natürlich auch komplett anders lösen können, aber ist nice to have. Genau, also der Kniff bei den 3 Spielen, wie Christian schon sagt, sind einfach die Stifte, die man hier als Würfel dann letztendlich dann verwendet. Das ist der Kniff. Kann aber manchmal auch so sein, man hat sich den genommen und irgendwie, was war da jetzt nochmal drauf? War da jetzt 2 Schritte drauf? Waren da 3 Schritte drauf? Oder irgendeiner kommt irgendwo gegen. Was war das jetzt nochmal? Ist ja nicht umgefallen, war das nicht 3? Und was mich hier bei dem Spiel auch extrem genervt hat, aber richtig doll, war die blaue Farbe. Weil wenn man hier die blaue Farbe, wir hätten es gerade nochmal oben zeigen sollen, aber hier, wo man die Kästchen hier ausmalt, also wenn ich blaue Schätze einsammle und dann hier entsprechend markiere in der blauen Zeile, wie viele Schätze ich habe. Und dann gibt es ja hier diese grauen Kästchen. Und wenn ich da war, ich habe da nicht erkannt, habe ich das jetzt schon ausgemalt oder nicht? Das hat mich extremst gestört. Also blau war wirklich schlimm. Und wir haben auch von einigen zurückgemeldet bekommen, dass auch so rot und orange teilweise nicht ganz so gut unterscheiden waren. Ja. Also das hat man wirklich gemerkt. Und ich gehe da mit Christian konform. Also wir haben mit dem hier angefangen. Das war nett, das plätscherte so vor sich hin. Für mich war auch gefühlt das Einfachste. Bin ich jetzt echt erstaunt, dass das nicht das Einfachste ist, sondern das. Von daher, das fand ich nett. Das würde ich immer mal wieder mitspielen. Ist vielleicht auch ein schönes Spiel, um man erstmal daran zu kommen an diese Reihe. Und ich muss auch sagen, mir haben auch die Gärten am meisten Spaß gemacht. Das war echt so schön entspannend.
vor sich hinzuzeichnen, auch was man da machen konnte, in welcher Form. Das sieht auch schön aus nachher. Ja, das macht richtig Spaß, das auszumalen. Hier geht es ja auch noch, also hier kann man die Farben auch noch echt gut auseinanderhalten, weil man hier ja recht große Formen hat, recht viel ausmalt. Ja, das ist so fiddelig, also hier finde ich, das ist das echt extrem fiddelig, auch diese Linien und so weiter. Also das hat mir auch am wenigsten, muss ich ehrlich gesagt sagen, gefallen. Ja, das ist dann die Pick-a-Pen-Reihe. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel, zum Brecher. Septima, wir sind hier letztendlich in der Hexenwelt unterwegs. Wir haben auch noch die Erweiterung, Verwandlung und Omen, nur mal so, aber die haben wir nicht gespielt. Von daher, ich erzähle jetzt erstmal nur was zum Hauptspiel. Genau, es ist ein kompetitives Spiel, wo wir hier halt letztendlich darum wetteifern, die nächste Septima letztendlich zu werden. Und es ist so, es wird über Aktionskarten gesteuert. Es gibt ein einfaches Spiel und es gibt ein vollständiges Spiel, wie das so schön heißt. Wir haben es zu dritt und zu viert gespielt. Wir haben beide Spielvarianten gespielt. Es gibt hier zum einen so einen, ich sag mal, Kessel, da liegen die ganzen Zaubertränke drauf. Jeder Spieler hat sein eigenes Spielertableau, das ist der Hexenzirkel. Ihr habt hier einmal das Spielertableau mit der Seite fürs vollständige Spiel, einmal für das einfache Spiel. Dann habt ihr hier die Verdachtsleiste, ihr habt hier euren Hexenzirkel, das heißt, ihr könnt bis zu 4 Hexen in eurem Hexenzirkel haben. Ihr habt hier letztendlich die Leiste, ihr wollt Krankheiten heilen, da könnt ihr nämlich hier auf der Leiste mit den Markern hochsteigen. Umso, wenn man hochsteigt, kriegt man auch bestimmte Boni, wenn man auf dem Feld kommt. Und je höher man auf einer Leiste ist, bekommt man Siegpunkte. Wenn man sogar auf den Leisten gleichmäßig hochgeht, bekommt man auch für jede Stufe, die man hier gleichmäßig bekommen hat oder geschafft hat, auch nochmal wieder Siegpunkte. Und man hat, wie gesagt, 9 Aktionskarten, über die wird das Spiel gesteuert. Wir spielen insgesamt 4 Jahreszeiten, das sind praktisch die Durchgänge. Und jede Jahreszeit besteht aus 5 Mondphasen, das sind praktisch die Runden, also 4 Durchgänge, 4 Jahreszeiten, Herbst, Winter, Sommer, nee, Herbst. Der Herbst kommt auf jeden Fall zuerst. Herbst, Winter, Frühling, Sommer. So rum war es, genau, wir starten im Herbst. Und jede Jahreszeit besteht halt aus 5 Mondphasen, die immer gleich ablaufen. Das sind im Prinzip die Runden. Und es geht immer damit los, dass wir zu Beginn sucht man sich von seinen 9 Aktionskarten. Die 9 Aktionskarten hat man auch nur im vollständigen Spiel. Im, ich sag mal, einfachen Spiel hat man nur 8 Aktionskarten, da fehlt nämlich die Ritualaktionskarte. Auch der Spielplan ist beidseitig bedruckt, einmal fürs vollständige Spiel, einmal fürs einfache Spiel. Und ihr habt hier auch den Ablauf, fast erschlagen, eurer Mondphasen drauf. Das heißt, jeder Spieler legt erstmal verdeckt eine Aktionskarte vor sich hin und dann geht es in Spielerreihenfolge los. Also wenn das alle gemacht haben, deckt man die Aktionskarten gleichzeitig auf und dann geht es in Spielerreihenfolge los. Dann kann man erstmal, man hat hier auch noch seine Spielfiguren auf dem Spielplan, stehen sein Stammesoberhaupt, die stellt man hier zu Spielbeginn auf die Felder. Dann kann man erstmal eine sogenannte kurze Bewegung machen mit dem Stammesoberhaupt, das heißt, man zieht hier ein Feld weit. Danach führt man seine Aktion durch, das kann entweder bewegen sein, das heißt, ich kann mein Stammesoberhaupt wieder bewegen, dadurch auch eine Zutat einsammeln. Ich kann entweder Tränke brauen, die ja auf diesem Brautrank, da gibt es Heiltränke, da gibt es Nutztränke. Ich kann heilen, hier liegen dann auch so Krankheitsplättchen aus, wenn da noch welche sind, kann ich diese Krankheiten heilen oder ich kann ins Krankenhaus gehen, da kann ich immer Krankheiten heilen. Oder ich kann zum Beispiel anwerben, das heißt, wir haben nämlich hier am Ende jeder Jahreszeit gibt es auch noch einen Gerichtsprozess, das heißt, man möchte noch seine loyalen Bürger hier praktisch als Zuschauer in den Raum haben, um nachher bei der Auswertung dabei zu sein, um vielleicht die Hexe hier frei zu bekommen. Wir können auch noch verteidigen, so nennt sich das, das heißt, man kann hier einen Zuschauer schon in den Gerichtssaal bekommen. Man kann auch noch erinnern spielen, das heißt, wenn man eine Aktionskarte ausgespielt hat, ist sie nämlich erstmal für die laufende Mondphase letztendlich weg. Und dann kann ich aber eine ausgespielte, ich sag mal, Aktionskarte nochmal nutzen. Das heißt, ich erinnere mich praktisch an die Aktion und nutze diese Aktion nochmal. Ich kann hier Zutaten einsammeln, wobei in jeder Mondphase sind immer nur 2 Zutaten Mond beschienen. Nur die kann ich mit der Aktion einsammeln, dann sammeln. Dann muss ich gucken, es gibt auch noch so einen Gleichziehbonus. Das heißt, ich gucke, wenn ich eine Aktionskarte spiele, habe ich Sammeln gespielt und hat zum Beispiel Christian auch Sammeln gespielt, sind wir gleichgezogen. Dann gibt es auf jeder Karte noch so einen Gleichziehbonus. Das heißt, der verändert die Hauptaktion oder er gibt einen Bonus auf die Hauptaktion oder wie auch immer. Wenn ich dann aber gleichgezogen bin, dann erhöhe ich auch noch meine Verdächtigkeit hier wieder auf dieser Leiste. Das ist auch nicht immer positiv. Es gibt auch noch die Septima, die liegt hier unten auch noch aus. Wenn ich mit der gleichziehe,
Muss ich zwei hoch? Da muss ich sogar zwei Verdächtigkeit erhöhen, weil bei der Septima liegen immer zwei Marker aus und diese Marker entsprechen immer den Symbolen auf den Aktionskarten letztendlich. Genau, und dann muss man halt gucken, wenn man seine Verdächtigkeit erhöht hat, im nächsten Schritt in Spielerreihenfolge gucken alle, habe ich meine Verdächtigkeit erhöht, weil dann gibt es hier auf dem Spielplan noch sogenannte Hütten und da können dann Jäger draufstellen, stehen und dieses Spielfeld ist so in Tortenabschnitte aufgeteilt. Und wenn in meinem Tortenabschnitt jetzt ein Jäger steht, dann muss ich halt mit dem Jagdwürfel würfeln und dann muss ich gucken, wo stehe ich hier auf der Verdächtigkeit. Je nachdem, wo ich hier stehe, wird dann zu dem Würfelergebnis noch die Punktzahl neben der Verdächtigkeit dazu addiert. Dann macht der Jäger die Schritte und kann mich eventuell gefangen nehmen. Und dann muss ich eventuell Hexen abgeben. Habe ich nämlich mehr als zwei Hexen hier in meinem Zirkel, wird eine Hexe davon gefangen genommen und kommt halt in den Gerichtssaal. Habe ich hier sogar noch eine Hexe, die muss ich nicht abgeben, aber dann verliere ich Weisheit. Weisheit sind Punkte letztendlich im Spiel. Genau, dann werden die Jäger noch bewegt und so, wenn man nicht letztendlich, da wenn man eine leere Hütte hatte, wenn in der Phase nichts passiert ist. Und so laufen halt diese fünf Mondphasen ab. Der Mondphasenmarker wandert dann immer wieder weiter. Das heißt, in jeder Mondphase sind andere Zutaten mondbeschienen. Das heißt, man muss da schon ein bisschen planen, welche Zutaten brauche ich, in welcher Phase kann ich die letztendlich einsammeln. Und wenn wir dann komplett durch sind mit den fünf Mondphasen, dann kommt halt dieser Gerichtsprozess, der wird halt abgehandelt. Dann guckt man halt auch wieder auf dem, oh ja, auf dem Verdächtigkeitstableau, wo stehe ich da, wie viele wütende Zuschauer kommen dadurch jetzt nochmal in den Zuschauer rein. Dann kommen alle loyalen Bürger von allen Spielern, die im Zuschauerraum stehen, und alle wütenden Bürger in einen Sack. Und dann werden die zufällig da rausgezogen und um diesen Gerichtsraum, sag ich mal so, positioniert. Und wenn dann letztendlich da in Summe mehr loyale Bürger, egal welcher Farbe, als wütende Bürger stehen, dann ist die Hexe frei. Das heißt, wir haben gesagt, die Hexe muss nicht verbannt werden. Und derjenige, der dann die meisten loyalen Bürger dazu beigetragen hat, der darf die Hexe dann in seinen Hexenzirkel aufnehmen, also auf seinem Spielertableau ablegen. Oder wenn da Gleichstand ist, dann in dem Moment der am weitesten links mit seiner Spielfigur steht. Und diese Hexen bringen halt auch Vorteile. Die können halt dann bestimmte Aktionen abwandeln, wie zum Beispiel, wenn ich die Aktion Sammeln spiele, immer in dem Moment, wenn ich die entsprechende Hexe ausliegen habe, dann gilt für mich eine weitere Zutat als mondbeschienen. Das heißt, ich kann letztendlich mehr einsammeln und, und. Also diese Hexen bringen dann auch noch bestimmte Vorteile, wandeln bestimmte Aktionen entsprechend ab, verbilligen die vielleicht auch was auch immer. Ich darf vielleicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Krankheiten heile, dadurch kann ich auf dieser Leiste entsprechend vorantreten. Also es gibt drei verschiedene Krankheiten. Wenn ich zum Beispiel die Lähmung heile, darf ich auf der Lähmungsleiste voranschreiten. Es gibt auch eine Hexe, wo ich dann auf einer beliebigen Leiste voranschreiten kann und so weiter. Also es gibt hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich mag das Cover, ich mag die Optik des Spiels. Ach so, vielleicht noch ganz kurz beim vollständigen Spiel habt ihr dann auch noch so eine, das ist beim einfachen Spiel nicht mit dabei, habt ihr noch so eine Ritualleiste und ihr habt auch noch Trankkarten. Die Trankkarten kann man auch bekommen, die bringen einem dann auch bestimmte Vorteile. Man darf die immer nur einmal pro Runde nutzen, dann muss man sie auch tappen und so weiter. Gibt dann auch bestimmte Vorteile, die man da noch bekommen kann. Und es gibt dann auch noch Gebäude. Also man hat im normalen Spiel oder im einfachen Spiel hat man nur das Krankenhaus als Gebäude. Und beim vollständigen Spiel kommen noch zwei Gebäude mit dazu, die man dann auch noch mit nutzen kann dann. Also es wird dann schon noch ein bisschen umfangreicher dann im vollständigen Spiel. Genau, also wie gesagt, Cover mag ich, Optik mag ich. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es zu langatmig. Wir haben es jetzt gespielt und es war nachher gefühlt immer so, dass ich eigentlich immer dasselbe gemacht habe. Und ich habe mich teilweise auch sehr getrieben gefühlt durch diese Jäger. Mag vielleicht auch an meiner Spielweise liegen, kann sein, aber ich habe teilweise, ich wollte eigentlich eine Aktion machen, dann fiel mir auf, jetzt kommt dieser Jäger ja gleich wieder. Und ich muss dann auch noch sehen, dass ich mein Oberhaupt da wegkriege, weil sonst fälle ich eine Hexe. Weil man braucht diese Hexen einmal im Zirkel, klar, um die Vorteile zu nutzen. Jeder Spieler hat aber auch noch eine Zielkarte und auf dieser Zielkarte sind vier Ziele drauf. Man kann aber jedes Ziel nur werten, wenn man auch Hexen im Hexenzirkel hat. Also für jedes Ziel, was man am Spielende werten möchte, muss man auch eine Hexe im Hexenzirkel haben. Und ich hatte das jetzt schon wieder, jetzt gerade im letzten Spiel. Ich hatte zwei Hexen von Spielanbeginn noch und dann gucke ich, oh shit, ich wollte jetzt eigentlich die Aktion spielen, kann ich aber eigentlich gar nicht machen, weil wenn ich das mache, stehe ich gleich falsch, dann kommt der Jäger. Und dann muss ich würfeln. Wenn ich Glück habe, würfel ich besser. Ich verliere die Hexe nicht, aber ansonsten verliere ich die Hexe. Ich hatte aber schon meine Ziele so weit auf meinen Zielkarten so weit vorbereitet, dass ich die eigentlich erfüllt hatte und ich brauchte noch diese Hexen.
Dann wollte ich partout in der letzten Runde noch eine Hexe haben, habe da auch total drauf hingearbeitet. Dann kommt ein Spieler und macht mit seiner Aktion das gleiche wie ich, was manchmal nicht schlecht ist. Manchmal möchte man gleichziehen, weil man dann ja noch diesen Gleichziehbonus bekommt. Aber dadurch, dass ich dadurch wieder meine Verdächtigkeit erhöhen musste, kam ich schon wieder in die Bredouille, dass dieser blöde Jäger gleich kam. War schon wieder Mist, passte schon wieder nicht. Ich konnte das zum Glück dann mit einer War ich nicht. Trankkarte. Ich war's nicht. Nee, du warst es diesmal nicht. Konnte ich dann zum Glück mit einer Trankkarte abwehren. Also, das war so, ah, ich konnte eigentlich nicht das machen, was ich eigentlich wollte letztendlich. Das hat mich schon so ein bisschen gefrustet und auch deprimiert. Und es ist jetzt eigentlich im vollständigen Spiel auch so, möchte man ganz gerne teilweise auch gleichziehen, weil dadurch kommt man auf diese Ritualleiste hoch. Und wenn man da bestimmte Banner erreicht, bekommt man halt Trankkarten oder man kann Trankkarten wieder enttappen. Weiter oben bekommt man nachher auch noch Siegpunkte und so weiter. Und auch da, mit der Septima möchte ich vielleicht nicht immer gleichziehen, weil da kriege ich ja sogar zwei Verdächtigungen. Und wenn ich dann darauf spekuliere, dass ich mit einem anderen gleichziehe, muss es ja nicht passieren. Es gibt ja auch noch in der Anleitung so einen Trash-Talk-Vorschlag, weil jeder spielt ja verdeckt seine Aktionskarten. Und eigentlich soll man so ein bisschen sagen, oh, das wäre jetzt ja eigentlich gut, ich spiele jetzt das, spiele doch auch mal das, so von wegen. Man soll eigentlich so ein bisschen Trash-Talk betreiben letztendlich. Haben wir nie gemacht, weil jeder hat für sich so überlegt, so was spiele ich jetzt, was brauche ich jetzt, was will ich als nächstes machen. Und für mich hat es sich dann nachher auch so wiederholend angefühlt. Ich habe eigentlich immer, ich bin rumgelaufen, ich habe Zutaten gesammelt, ich habe die Tränke gebraut, ich habe versucht zu heilen. Also irgendwie war das dann doch immer, gefühlt doch immer das Gleiche, was ich gemacht habe, um auf diesen Leisten dann voranzuschreiten und so weiter. Und von daher muss ich sagen, war das nachher die Male, die wir gespielt haben, ich fand es nachher tatsächlich auch ein bisschen langatmig. Und wir haben uns dann Ein angeguckt bisschen. und wir haben dann gedacht, so, okay, wir sind jetzt gerade in der dritten Jahreszeit. Wir haben noch eine Jahreszeit vor uns. Wir haben schon so 1,5 Stunden rum. Genau, also Spieldauer auf jeden Fall lang. Ist auch nicht schlimm. Wir haben ja gerade Kavi gesagt. Kavi haben ja auch so eine extreme Downtime. Aber da mag ich das Spiel extrem gerne. Da macht mir es nichts aus. Und es macht mir auch grundsätzlich bei großen Spielen nichts aus, nachzudenken und zu überlegen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, für mein Gefühl, mir war es zu langatmig. Und zu viel dasselbe, was ich letztendlich mache. Und wie gesagt, mit diesen Jägern mag auch an meiner Spielweise gelegen haben. Ich habe mich immer getrieben gefühlt und konnte eigentlich nicht das machen, was ich wollte, sondern musste immer gucken, okay, jetzt kommt gleich wieder der Jäger. Jetzt muss ich eigentlich die Aktion spielen, obwohl ich eigentlich die Aktion spielen möchte. Das ist mein Spieleindruck. Von daher, es ist kein schlechtes Spiel, aber mir hat es jetzt letztendlich nicht so gut gefallen. Cover mag ich nicht. Optik des Spiels mag ich nicht. Mir sind die Farben zu blass. Ich finde die Grafik, die Umsetzung, die Malerei im weitesten Sinne ist überhaupt nicht mein Stil. Und das war echt anstrengend teilweise, so diese blassen Farben auf diesem riesigen Spielplan, weil wir haben ja einen großen Tisch, dann saßen wir zu viert rum und was da hinten so passiert, keine Chance. Also ich muss mich da wirklich weit vorlehnen, weil das so blass ist, dass teilweise halt immer auf Entfernung die Farben sich wirklich sehr stark geähnelt haben. Und das hat gerade so beim Spielstart, als wir uns das erarbeitet haben, das hat echt gedauert, bis ich gerafft habe, okay, das ist die Sorte von Ressource, die ich einsammeln kann und so weiter und so fort. Und auch so diese Grafiken, wie die zusammengehören, auch was die einzelnen Hexen, die man eben dann aufnehmen kann, teilweise eben am Anfang, also wir haben es dann im nächsten Spiel, haben wir es ja eben mit Draften gemacht, am Anfang wird es eher Kriegt man zwei zufällig, einfach, sage ich mal, genau. zugeordnet, was deren Eigenschaften sind und so. Das hat sich auch nicht so ohne weiteres ergeben. Zum Glück ein Glossar ist dabei, man kann es nachlesen, das ist schön, aber ich finde eben immer sehr schön, wenn es Spiele gibt, die man ein paar Mal gespielt hat, dass man eben versteht, aha, alles klar, das bedeutet das, dass man diese Symbole, die Ikonografie versteht und auch umsetzen kann. Und das war hier irgendwie auch nicht gegeben. Dann Spieldauer auf der Verpackung 25 Minuten pro Spieler. Wir haben gefühlt, ob nun zu viert oder zu dritt, irgendwie immer 3 Stunden oder so. Einmal halt eben das Startspiel, das nächste Mal dieses vollumfängliche Spiel, weil wir eben dachten, okay, wir kennen es jetzt ja. Durch dieses vollumfängliche Spiel sind auch nicht so viele Spielelemente dazugekommen. Aber trotzdem, boah, die Downtime, weil es ist ein Strategiespiel. Bei Strategiespielen muss man teilweise wirklich nachdenken, aber da fällt so viel zusammen. So, was habe ich noch an Karten? Wenn ich die Karte jetzt rausspiele, ist sie von meiner Hand runter. Ich habe keine Karte es gibt nur eine Karte, mit der kann ich eine abgelegte nochmal kopieren, sag ich mal. Dann muss ich schon schauen, okay, was machen die anderen Spieler? Was ist wahrscheinlich, was die jetzt spielen? Will ich, dass mein Bonus quasi kommt, ich aber auf der verdächtigen Leiste hoch oder ja, hochgehe? Verhältnismäßig stark. Kommt dieser Räuber, kann er mich catchen? Also man muss da wirklich viel beachten, deshalb auch viel nachdenken. Und dafür war mir der Spielspaß dann echt zu wenig für die investierte Zeit.
weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber also dafür, doch, dass wir da drei Stunden gespielt haben, hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Wenn du das so empfindest. Ja. Also es gibt eben Spiele, wo ich sage, die drei Stunden, jo, also so ein Risiko Evolution, wenn ich da drei Stunden spiele für eine Partie, jo, das macht mir Spaß. Da kann ich auch vier Stunden sitzen. Das ist eben so, was für ein Spielgefühl wird in dieser Zeit transportiert dabei. Und hier diese drei Stunden waren irgendwie, ja, ich muss dran denken, wenn ich dran bin, dann mache ich meinen Zug und dann muss ich erstmal warten, was machen denn die anderen? Also das ist so, manchmal weiß man eben genauso, das und das mache ich jetzt, die nächsten drei Züge, alles klar. Und die anderen müssen halt eben auf neue Situationen sich einstellen und das neu überdenken. Und das war mir echt too much. Also von daher, ich muss das Spiel nicht nochmal spielen und ich würde mir auch überlegen, wenn einer sagt, komm, lass mal Septima auf den Tisch packen, da würde ich dann eher Abstand von nehmen, ehrlich gesagt. Okay, das war dann unser spielerischer Rückblick. Der erste, nee, der zweite fürs Jahr 2024. Einen hatten wir ja schon Anfang des Jahres. Ich brauche gar Zeit ist schon im Lauf, es gibt keine Zeit. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Spiele schon gespielt habt, die wir jetzt hier vorgestellt haben, wie ihr das seht. Teilt ihr unsere Spieleindrücke oder sagt ihr, oh, wie könnt ihr, Septima ist so ein tolles Spiel. Ja. Aber wie gesagt, ich sage immer wieder, zum Glück sind ja Geschmäcker verschieden. Wäre ja auch schlimm, wenn wir alle den gleichen Spielegeschmack hätten. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das gefällt, was ihr hier macht, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!